Radio Poki Talk, Radio Poki Talk, von Mensch zu Mensch. Thomas Bauer, er ist bei der Dozent an der Akademie von Face Reading, Gesichtslesen, da. Und wir haben einen tollen Artikel auch dazu geschrieben. Und ihr seht es dann schon, wenn ihr auf Artikel geht. Jeder Mensch ist Gesichtsleser. Ja, diese Lehre kann jeder erlernen. Das Gesicht ist wie ein Buch und zeigt die Geschichte über einen Menschen. Durch das Gesicht erhält man Informationen über Gesundheit, Krankheit, Persönlichkeit, Charakter, Lebensaufgaben oder auch Lernsätze. Berufung, Talente, Schicksal, Liebe, Beziehung, Partnerschaft. In dieser Sendung spreche ich über meinen Weg zum Gesichtslesen, Erfahrungen aus der Praxis, Aufbau der Lehre und Inhalte. Ich sehe dich. www.readtheface.com. Dort kommt ihr direkt zu der Homepage und bekommt auch mehr Informationen. Geht ruhig da drauf. Und er sitzt neben mir und ich bin wirklich, wie gesagt, glücklich, weil kennengelernt habe ich ihn ja bei dem Bichlers. Vor 2-3 Jahren, glaube ich. Und Thomas, ich weiß nicht mehr genau, wie und wo. Aber beim Bichlers, glaube ich, waren wir und haben uns das erste Mal gesehen. Guten Abend zu dir. Ja, hallo und auch schönen guten Abend. Ja, das waren bei die Bichlers. Ich war dort auf einem Vortrag. Und dort haben wir das erste Mal getroffen. Und hat gleich einmal die Sympathie gepasst. Und somit haben wir sie etwas vernetzt und haben schon die eine oder andere Aufnahme auch gemeinsam gemacht. Ja, und ich freue mich, dass du heute da bist. Ist ja für mich nach wie vor ein mystisches Thema. Man sagt viel die Handleser, man kann viel aus der Hand lesen. Die Gesichtsleser sind meistens noch gar nicht so auf dem Fokus von den Menschen. Handlesen weiß jeder. Wie kann das sein? Was denkst du, warum ist das nicht so? Also grundsätzlich ist es so, dass ja jeder Mensch aus Gesichtern liest und von der Bekanntheit her ist halt des Gesichtlesens, sind das Menschen, die eher in der Verborgenheit sind. Und gerade bei uns in dem Raum, europäischer Raum, ist noch wenig anhand von den Tätigkeiten, die ein Gesichtleser macht, durchgedrungen. Das Handlesen ist wieder gerne mit der Wahrsagerei in Verbindung gebracht, wobei da muss man auch unterscheiden, da gibt es die Chirologie und die Chiromantrie, wo man eben auch über die Gesundheit was aus der Hand heraus erlesen kann, aus der Persönlichkeit. Aber beim Gesichtlesen fasst natürlich das viel umfangreicher, weil das Gesicht ja in dem Fall ja wie ein Buch ist, wo man beginnen kann, darin zu blättern. Wer hat angefangen mit dieser Lehre? Ich meine, wenn man in die Gesichter schaut, der Chinese schaut anders aus wie jetzt der Europäer oder der Afrikaner einmal. Wir haben so viele Merkmale. Wir haben eineiige Zwillinge, da kann man vielleicht sagen, sieht gleich aus, aber selbst da wirst du sicherlich Unterschiede vermutlich lesen. Und eine dicke Nase, eine kleine Nase und Falten hier, Falten da. Und wie fängt man damit an, dass man plötzlich sagt, boah, ich kann eine Geschichte lernen oder nicht eine Geschichte, ich kann was lesen aus einem Gesicht. Und wenn es so viele unterschiedliche Gesichter gibt, also ich sehe das als Riesenherausforderung, da muss ja ein Grundmodell dahinter stehen, denke ich. Also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, wie wenn man eine Fremdsprache lernt. Wenn man jetzt da auf Europa blickt, war so der erste bekannte Name, der begonnen hat, sich mit dem Gesichtlesen auseinanderzusetzen, Aristoteles. Das sind die Wurzeln bei den Griechen. Und das war so der erste, der, wenn man es so nennen will, die Speerspitze gebrochen hat und dann sein Wissen auch weitergegeben hat. Die Chinesen sind uns da etwas mehr voraus. In China sagt man das Xian Ming, das chinesische Gesichtlesen. Und das ist eine Lehre, die Jahrtausende von Jahren mittlerweile alt ist. Und das Spannende bei dieser Lehre, die wird immer von Schüler zum Meister übermittelt. Und mein Lehrer, mein Meister, der Eric Standup, der ja sehr lange Zeit in China verbracht hat und der diese Face Reading Academy gegründet hat, der hat die chinesische und europäische Lehre und auch die südamerikanische Lehre sehr gut zusammengefasst. Und man ist dadurch eben auch drauf gekommen, dass egal wo der Mensch auf der Welt ist, jeder Mensch gelesen werden kann,
Weil natürlich die Teile vom Aufbau her, so wie bei der Fremdsprache, ja, in der Wurzel, im Kern, auch gleich sind. Also nur ein Beispiel, dass man sich darunter was vorstellen kann. Es kommt da sehr viel aus dem Volksmund heraus. Wenn du zum Beispiel schon mal den Spruch gehört hast, jemand verdient sich eine goldene Nase. Oder es steht dir auf der Stirn geschrieben. Man sagt im Gesicht lesen, die Nase steht für Arbeit, materielles, Wohlstand und die kreative Umsetzung. Und die Stirn steht für die Interessen eines Menschen. Also so schließt sich der Kreis auch zu der Kommunikation, dass eben diese alten Volksweisheiten durchaus schon auch die Hinweise auf das Gesicht wiederum leiten. Das bedeutet letztendlich, jedes Gesicht, was du dir anschaust, kannst du schon ein Grundding allein in der Nase und in der Stirn schon erkennen, wie Stirn aufgebaut ist, Nase groß, klein, faltig. Da erkennst du für deine Erfahrung auf jeden Fall sofort irgendetwas. Genau, also du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du ein Puzzle zusammenfügst. Du nimmst dir einzelne Bausteine heraus, bleiben wir bei Nase und Stirn. Und beim Gesichtlesen geht es genau darum, dass ich exakt beobachte. Ich muss genau beobachten und muss es erkennen. Also die Bausteine muss ich erkennen. Ich muss sehen, wie groß ist die Nase, ist es eine breite Nase, ist es eine schmale Nase, ist sie spitz, ist sie rundlich. Gibt es da möglicherweise eine Kerbe drinnen oder gibt es einen Höcker drinnen? Und das ist das, was dann spezifisch wieder unterscheidet, dass Nase nicht gleich Nase ist. Wir unterrichten in der Face Reading Academy ja den Bereich der Physognomik. Und da gibt es bis zu über 40 bis 50 verschiedene Stirnkonstellationen. Weil Falte ist ja nicht wieder gleich Falte. Was ist Physiognomik, dass die Menschen das so ein bisschen verstehen? Also Physognomik ist die Lehre, die eben in Europa auf Aristoteles zurückgeht und dann sagt man, es geht um Persönlichkeit und Charakter. Und der Gesichtleser hat den Zugang, dass jeder Mensch, der geboren wird, eine eigene Persönlichkeit ist. Und im Laufe der Zeit bildet sich ja dann der Charakter. Die spannende Frage ist immer, wer bildet deinen Charakter? Bildest du den Charakter selbst oder wird dein Charakter gebildet? Und wie das du zuerst erwähnt hast, eineiige Zwillinge, selbst die sind vom Verhalten her nicht gleich. Man glaubt zwar, die schauen gleich aus, aber wenn man wirklich exakt genau hinsieht, merkt man dort diese feinen Unterschiede. Und das ist eben, was ein Gesichtleser lernt, dass er diese feinen Unterschiede wahrnehmen auch kann und daraus auch dann die Informationen liest. Okay, das bedeutet für mich, es ist ein Grundding erstmal für dich. Du berufst dich aus ewig langer, uralter Zeit, was praktisch du gelernt hast für die Geschichte. Das Wissen ist nicht verloren gegangen. Wieso sind wir in Europa und nehmen das nicht ernst? Ich meine, Gesichtslesen ist ja fast, Doktor darf es jetzt nicht sagen, aber du kannst zumindest, wie du sagst, wie wir vorhin gehört haben, Beziehung, Gesundheit, du kannst vieles erkennen. Du hast ja viele Beispiele in deinem Text gegeben. Und ist das nicht sinnvoll, wenn man in der Praxis schon, bevor man überhaupt ein Medikament jetzt mal verteilt, ich sag's jetzt mal, einfach mal nur erst den Menschen wahrnimmt und dann mal mit ihm drüber redet und bevor man was in der Therapie ansetzt, jetzt möchte ich die Ärzte nicht damit beleidigen. Es heißt ja auch, vorbeugend sollte man arbeiten, prophylaktisch, fände ich zum Beispiel einen guten Ansatz. Also wenn man da den Bereich der Gesundheit öffnet, ist damit ganz wichtig zu wissen, dass ein Gesichtleser keine Diagnose stellt und auch keine Therapie gibt. Wenn wir heute von der Gesundheit sprechen, dann gibt es die Methode der Antlitzdiagnostik und diese Methode hat die Wurzeln bei Hippokrates. Also Hippokrates war der Erste, der begonnen hat, wirklich mit seinen fünf Sinnen den Mensch zu lesen und auch zu erkennen. Wenn man heute irgendwie in eine Disbalance oder in eine Disharmonie kommt, dann zeigt es das Gesicht. Also ganz banal. Wenn du heute mal jemanden siehst, der in der Sklera, die Sklera ist das Weiße im Auge, wenn das gelb wird, dann weiß man, okay, da stimmt was nicht. Ja? Also da wird die Leber zugeordnet. Oder wenn du heute siehst Kinder, die toben draußen, die verausgaben sich voll und dann kommen die von draußen herein, haben so rote Wangen und haben alle einen Heißhunger auf Süßes. Ist einmal so der Hinweis für Magnesium. Aber damit es noch verständlicher wird, was bei der Antlitzdiagnostik wirklich sichtbar wird,
gebe immer gerne ein Beispiel. Es geht um eine Disposition, die im Gesicht sichtbar wird, wenn ein Organ eine Belastung hat und durch die Belastung eine Funktionsschwäche entsteht. Da muss noch lange kein Symptom nicht dabei sein, sondern es geht nur rein, dass man diese Funktionsschwäche im Gesicht erkennen kann. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie kommt es zu einer Belastung auf ein Organ? Und da hat der Gesichtleser drei Zugänge. Das erste ist einmal das Körperliche. Also wie pflegst du deinen Körper? Wie ernährst du deinen Körper? Wie bewegst du deinen Körper? Wenn du heute auf deine Ernährung nicht achtest, wenn du heute nicht bewusst auf die Nahrungsaufnahme achtest, also sprich, du schluckst relativ schnell nach unten und du kaust, schlampert und isst zum Beispiel auch irgendwelche schlechten Kohlenhydrate, die dein Körper nicht verarbeiten kann, dann wird sich das bemerkbar machen. Wenn du zu wenig Bewegung machst für deinen Körper, wird sich das bemerkbar machen. Wenn du zu wenig Pflege machst für deinen Körper, wird sich das bemerkbar machen. Und somit hat man mal den ersten Zugang über die körperliche Schiene. Der zweite Aspekt ist die Psyche, das Denken. Also was geht in deinem Kopf so vor? Man kann auch die Psychosomatik zuordnen. Wenn du mal den Spruch gehört hast, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir geht die Galle über, dann hat man schon so wieder erste Hinweise. Und eben, wenn jemand im Kopf ja nicht zur Ruhe kommt, auch da wiederum, wenn die Psyche in die Disharmonie kommt, ist der Körper derjenige, der das aufzeigt und wo man dann wieder die Funktionsschwäche erkennen kann. Der dritte Bereich, der zum Gesichtlesen auch dazugehört, ist die Seele. Und der Gesichtleser von meiner Perspektive auch und von meiner Meinung, die Seele ist jetzt nicht irgendwo ein fixer Sitz im Körper für mich, sondern die Seele ist der Bereich, der von der Haarspitze bis zu der Zehenspitze, also wie so auf die Art der Energie führt. Ich ordne das ja gerne der Grundstimmung, dem Gefühl dazu, also wie man sich fühlt. Man sagt nicht umsonst, dass die Augen das Tor zur Seele sind und dass man über die Augen dann sehr schneller erkennen kann, wie es dem Menschen auf der Gefühlsebene ergeht. Also das sind so die Ansätze, wie man beginnt, in dem Bereich sich hineinzuarbeiten. Ich habe da schon Gespräche geführt mit Ärzten. Da gibt es Ärzte, die sind für das offen. Die sehen da auch mögliche Zugänge. Die bestätigen mir sogar hin und wieder, dass früher das vermehrt gelehrter wurde und unterstützter wurde. Und es ist eine gute Ergänzung. Also ich würde da nie in die Richtung gehen, dass man sagt, das ersetzt jetzt einen schulmedizinischen Zugang oder so. Das darf man auf gar keinen Fall so sehen. Sondern es ist eine gute Ergänzung. Nur man braucht dafür Zeit. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich heute sage, ich lese jemanden aus der Gesundheit, weil es kommen ja oft Menschen zu mir, die wollen über die Gesundheit gelesen werden. Da brauche ich Zeit. Da muss ich mich hinsetzen, da muss ich genau schauen und muss mich wie in einem Puzzle hineinarbeiten in das Gesicht, um heute ja das dementsprechende Bild zu bekommen darüber. Und dann kann man eben darauf hinweisen, was sich der Mensch auch anschauen lassen soll. Weil wie ich schon erwähnt habe, ich darf ja keine Diagnose nicht stellen oder keine Therapie, das würde mir nie in den Sinn kommen. Ich kann ihm dann nur verweisen, was er sich anschauen lassen sollte oder wo er mir hingehen sollte und wo er sich unterstützen lassen sollte. Weil wenn man es so nimmt, der Gesichtleser ist so der erste Schritt, wo man eben sagt, okay, in der Regel, man spürt es, man will es vielleicht nicht wahrhaben, man schreibt es beiseite, aber das Gesicht zeigt es. Und in dem Moment, wo ich den Leuten das sage, sehe ich ja oft dann die Reaktion, dass die meisten sehr wissen schon, von was ich rede. Ja, es gibt ja das Wort der Lüge und das kann man auch erkennen. Und wenn jemand Scham hat, kann man das auch erkennen. Der Körper lügt nicht, will ich damit sagen. Und somit werden wir auch nicht so Künstler, schauspielerisch sein, dass wir uns wirklich völlig auf die Schauspielerei in unserem Körper einlassen. Das wird nicht funktionieren. Möchte das so für dich nennen, ist es komplementäres Denken. Und wenn die Ärzte komplementär mehr die Grenzen öffnen würden, würden sie auch mehr Gesichtsleser reinlassen als Hinweis, der Tüpfelchen, was man gut als Werkzeug nutzen kann. Also vorbeugend, finde ich, sollte man diesen Weg doch mehr unterstützen. Zumindest, denke ich, hast du jetzt auch so deine Erfahrung gemacht, wo du sicherlich auch deine Erfolgsquoten vermutlich hattest. Es geht nicht um, ich habe Recht und Recht, sondern du sagst einfach, was du denkst. Und das finde ich sehr gut. Entschuldigung. Da kommt schon ein erstes Bild. Ich glaube, das ist eine Jenne aus. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen würden. Ich werde aber erstmal den Jenne ansprechen, weil der hat das geschickt. Und sag mal einen guten Abend, Jenne. Du bist hier bei Thomas Bauer in der Sendung.
Ja, hallo, schönen guten Abend euch, Anna. Hallo Thomas, hallo Klaus. Ja, ich hatte, es ist ein Bild von Oma. Und ich habe dann gleich noch ein zweites Bild. Gustav wäre auch bereit, es mitzumachen. Und ja, wollte mal fragen, ob das so okay ist von dem Bild her jetzt. Magst du was zu der Oma dann auch erzählen? Ich meine, ich weiß ja, dass du sie in deinem Zuhause pflegst. Und wie alt ist das Bild einmal auch? Ne? Das sind, glaube ich, diese essentiellen Fragen, ne, Thomas? Ja, in dem Fall kommt jetzt darauf an, was du wissen möchtest über die Oma. Ja, ne? Ja, das Bild ist recht aktuell. Das ist erst ein paar Wochen, vielleicht 2, 3 Monate alt. Und ja, was musst du vorher was wissen? Bin nur gespannt, was du so lesen kannst. Ich pflege Oma mittlerweile seit 14 Jahren. Oma ist 94 Jahre mittlerweile. Und ja. In dem Fall magst du mir keine Informationen darüber geben, das, was ich mal erkennen kann von ihrer Persönlichkeit heraus. Warte, jetzt ist das Foto gerade weg. Ich versuche das gerade mal hochzuladen. Da ist es. Und gehen wir mal auf Zoom, weil du das größer haben wolltest. So. Ja, so ist es gut, da kann Gut. man schon was erkennen. Also das, was man über der Oma mal vom Charakter her sagen kann, sie ist auf jeden Fall eine Frau, die das Zepter gerne selbst in die Hand genommener hat und möglicherweise auch noch in die Hand nimmt. Sie gestaltet da gern selber, sie bestimmt da gern selber. Das, was ihre Lebensfreude drinnen lassen hat, man sieht so, sie hat ein bisschen den Schalk im Nacken. Also sie hat gerne den Humor, Spaß, diese Lebensfreude ist nach wie vor zu sehen. Man sieht aber auch, sie hat schwierige Phasen in ihrem Leben gehabt und die haben auch auf der gesundheitlichen Ebene Spuren hinterlassen. Also das, was für mich sichtbar ist, ist eine Disposition zu ihrem Herzen, das, was da gegeben ist. Und da würde ich ihr halt empfehlen, auch, dass sehr wichtiger ist, die Ruhe auch weiterhin zu haben und ausreichend auch Zeit haben, um abzuschalten auch und in die Balance zu kommen. Sie ist sehr feinfühlig, sie ist nicht jemand, der haut auf die Leute drauf. Man würde sagen, sie hat eine sanfte Hand da. Nur wenn sie verlierend lebt, und das ist beim Gesichtlesen auch wieder so ein Zugang, da geht es nicht um richtig, um falsch oder gut oder schlecht oder gescheit oder dumm. Da gibt es zwei Zugänge, lebt der Mensch gewinnend oder lebt der Mensch verlierend. Und wenn deine Oma da verlierend lebt, dann sieht man auch, sie kann sehr stur sein, sie kann sehr engstirnig sein und sie nimmt dann die Zügel selber in die Hand und will dann selber bestimmen. Okay, hier eine Sekunde, kriegst das Mikrofon für dich jetzt. Ja, also ja, ist schon mal sehr umfangreich und auch treffend, also passend. Das ist schon so gewesen. Und ja, schon mal Chapeau. Ja, Wahnsinn, was du so alles so lesen kannst, ne? Dann ist man erstaunt, dass man doch so enge oder nahe liegende Dinge dann auch halt hört. Und ja. Es ist schwer. Sie hat wirklich auch schwere Krankheit hinter sich. Und ja, ich kann auch nur mal wieder zu sagen, das lohnt sich, die Ernährung umzustellen, aufs Wasser zu achten. Ja, das war für uns auch ein Auslöser zu Hause, wo wir ja mit diesen Begebenheiten und den Krankheiten halt betroffen waren, wo man dann halt hinterfragt hat und nachgeschaut hat, ne, was könnte da sein, und ja, sind dann halt auch viel auf Nahrungsmittel halt gekommen und ja, ne, Konservierungsstoffe, Chemie, schlechtes Wasser aus den Wasserleitungen, ne, aufbereitet, ne, aus dem Kreislauf. Ja. Darf ich fragen, wie alt deine Mutter ist? Das ist ja deine Mutter, gell? Ja, Oma ist das. Es ist Oma. Ich bin Oma-Kind. Es ist 94 mittlerweile, ja, von 25. Oh ja, das ist ein stolzes Alter. Aber hast du ein paar Worte zum Jenne? Oder kann man es so stehen Kann man lassen? so stehen lassen. Ja, Jenne, ne? Danke dir.
Und wir haben hier noch einige andere Bilder, aber wir wollen noch nicht jetzt sofort nur Bilder machen, sondern es gibt sicher noch einiges anderes zu berichten, Thomas. Wie sind so deine Erfahrungen? Du machst ja Workshops auch, du bist ja mehr unterwegs. Was sind so deine Themenbereiche im Face Reading und wo sprechen die Leute dich an allgemein? Ich setze mal so allgemein. Was ist da so neugierig bei den Menschen, wenn sie dich aufsuchen? Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man mit dem Gesichtlesen einmal in Verbindung gekommen ist und man hat noch nie was davon gehört, ist so der Großteil einmal so etwas skeptisch und etwas distanziert. Und wenn ich dann einen Vortrag oder so einen Workshop halt, wo so 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden, ich den gesamten Aufbau der Lehre erkläre, also über die Antlitzdiagnostik spreche, wo es um die Disposition für Krankheit geht, auch über die Physiognomik, wo es um Persönlichkeit und Charakter geht. Und das chinesische Gesichtlesen des Xianming, wo man Lebensaufgaben, Talente und Schicksal erlesen kann, das rundet das Ganze dann da schön ab mit Gestik, Mimik und Körpersprache, weil Gesichtleser die Körpersprache ja aus einem viel intensiveren Bereich liest, weil da macht es ja Sinn, wenn man sagt, mit welcher Hand greift er sich zum Gesicht, welcher Finger ist da dabei. Also da wird wirklich alles bis ins kleinste Detail zerlegt. Und wenn einmal das Eis gebrochen ist, dann ist es immer für mich sehr faszinierend, wie umfangreich auch die Leute dann informiert darüber werden wollen. Also gibt welche, die sind schwerpunktmäßig auf die Antlitzdiagnostik fokussiert. Es sind meistens Menschen, die aus dem gesundheitlichen Bereich kommen, die irgendwie mit Gesundheit schon zu tun haben, sei es jetzt da mit TCM, sei es jetzt Ernährungsberater oder mit Ärzten schon gar schon zusammenarbeiten. Also ich habe eine Schülerin, ihr Mann ist Arzt und die ergänzen sich da ganz gut. Und das sind so bei einer Trefferquote, wo die beide so bei um die 90% mittlerweile liegen. Also sie sagt, was sie im Gesicht sieht und er stellt dann die Diagnose. Das ist ganz spannend, immer zu beobachten, auch wenn sie mir dort erzählen. Dann gibt es den Bereich, die wollen über die Persönlichkeit und über den Charakter lesen. Es ist oft bei Menschen, die mit Personal zu tun haben, wo man jetzt da Recruiting per Personal tut oder wenn man Verhandlungstaktiken führt, welchen Typen habe ich da mir gegenüber sitzen, auf was sollte ich da zu Beginn gleich mal aufpassen. Dann gibt es die Menschen, die in schwierigen Situationen, in schwierigen Lebensphasen stecken, sei das jetzt beruflich oder in der Beziehungsebene. Auch da kommen mittlerweile immer mehr Leute zu mir, weil der Gesichtleser agiert ja wie ein Ratgeber. Also man macht auf, man gibt da über sich etwas preis und dadurch entsteht ein gewisses Vertrauen zu den Menschen. Und da habe ich oft welche bei mir, die wollen die Lebensaufgaben gelesen haben, die wollen innere Talente wissen, die wollen innere Berufung finden. Und dann gibt es auch noch den Zusammenhang mit Liebe, Beziehung und Partnerschaft. Also man ist in der Beziehung nicht zufrieden, man ist in einer Disharmonie und auch das sind Wege, die man dann bei einem Gesichtleser beginnt zu suchen, um mögliche Antworten da zu erhalten. Lebensaufgabe, sagst du, kommen Menschen. Ich sage immer, man sollte für sich selbst erkennen, was seine Lebensaufgabe ist. Es ist die Neugier, der Antrieb, sage ich. Ich weiß doch, so denke ich zumindest am besten, was mir Freude macht, was mir Spaß macht. So sollte es zumindest sein. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, dann ist ja ein extremes Defizit zu sich selber da. Und ist es dann überhaupt gut, dass man jemand sagt, welche Potenziale in dir steckt? Und auf der anderen Seite ist das Defizit, mal die Frage. Also grundsätzlich kann man die Frage sehr einfach darstellen. Wenn man heute aus seiner Persönlichkeit herauslebt und sein Leben auch dementsprechend selbst gestaltet und auch seinen Charakter mehr und mehr dadurch entwickelt, dann wird man durchaus auf einer gewinnenderen Lebensphase sein. Das, was nicht bedeutet, dass es immer bergauf geht, weil so wie es im Leben ist, einmal bergauf, einmal bergauf, ich sage gerne, das Leben ist wie ein Ozean. Man lernt halt, die Hürden selber zu meistern. Und da bin ich schon bei dir, wenn man eben sagt, man spürt sich sehr gut und man weiß auch, wo man den Punkt ansetzen kann und was einem gut tut, damit man halt dann für sich ja immer die Wege geht. Die Erkenntnis habe ich damals auch von mir gehabt, weil wenn man weiß, ich habe ja 10 Jahre in der Sucht gelebt und ich habe ja ständig irgendwie Ausreden gesucht und andere Menschen auch dafür verantwortlich gemacht. Und man ist halt da so in einer Opferhaltung auch drin. Und wie ich dann eben erkannt habe, es gibt nur einen Menschen, der dafür verantwortlich ist und das bin ich. Und es gibt auch nur einen, der mich rausholen kann und das bin auch nur ich.
Dann ist so für mich die Erkenntnis in dem Moment da gewesen, dass ich eben wirklich beginnen kann, mein Leben radikal zu ändern. Und ich habe den Schritt damals allein nicht durchgesetzt, also ohne Arzt, ohne Therapie, ohne Psychologen, ohne Medikamente. Das war ein sehr schwieriger Weg. Habe aber daraus gelernt, auch, was es bedeutet, mich auf meine eigenen Ressourcen wieder zurückzufinden und auf meine eigenen Stärken auch wieder zu gehen. Aber leider gibt es halt Menschen, die schaffen das nicht. Es gibt halt viele Menschen, die halt Probleme haben, die Sorgen haben, die Situationen im Leben haben, mit denen sie absolut nicht zurechtkommen. Und da gibt es halt in der heutigen Zeit viele Zugänge, ob das jetzt Coaches sind, Berater sind, Therapeuten sind, Psychologen sind. Jeder hat so seine eigene Sichtweise, wie man halt Menschen Unterstützung geben kann. Das, was man aber im Gesicht lesen macht, weil man immer als Ratgeber agiert, man versucht den Menschen auf dem Pfad, also du kannst dir das so vorstellen, wie du hast deinen Faden verloren und ich kann dir den Faden nur zeigen, aufheben und gehen deinen Weg, das musst du selbst. Also der Gesichtleser zeigt dir Wege auf, die durchaus in eine gewinnende Richtung führen könnten. Ich sage bewusst könnten, weil die Frage ist, ob du dann bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und die Wege kann man nur selber gehen. Man kann sie begleiten lassen, man kann sie unterstützen lassen, aber durchgehen durch die Hürden und durchgehen durch die schwierigen Phasen kann man nur selbst. Also ich halte wenig davon, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, er weiß jetzt da, wie er mein Problem lösen kann. Er weiß jetzt da, was ich zum Tun habe, damit ich mein Problem in den Griff kriege. Möglicherweise kann man Tipps geben und man kann Hinweise geben. Aber lösen, von meiner Erfahrung her, kann ich es nur selbst. Das typische Gehirnkreisen, was die Menschen haben. Ne? Bin überfordert. Ne? Thomas, kannst du mir einen Tipp geben? Ne? Aber ich gehe wieder zu dem Magnet des Gehirnkreisen rein und löse mich nicht davon. Also stellt sich die Frage, wie komme ich denn mit dieser Problematik zurecht? Wie kann ich denn das Gehirnkreisen wieder in einen ruhigen Fluss hereinzubekommen? Erst dann sitzt der ist in seinem Potenzial drin. Und solange dieser Mensch abgelenkt ist von immer diesen Gedanken, ist ja überhaupt nicht die Bereitschaft, die Möglichkeit, dass er das erstmal loslässt, weil er immer diesem Magneten hinterherläuft, kann man so sagen, oder? Also grundsätzlich bin ich da d'accord mit dir. Das, was ihm geht, ist, mir muss einmal bewusst werden. Das, was ich erkennen muss, und das ist halt eine schwierige Phase, ist diese Ehrlichkeit. Diese Ehrlichkeit, zu sich selber zu werden. Und das ist eine von den größten Herausforderungen. So war es damals bei mir auch, wie in dieser schwierigen Situation in meinem Leben war, dass ich mir erkannt habe, hey, es ist einmal wichtig, dass ich ehrlich zu mir selbst werde. Und ich glaube, wenn man die Hürde einmal genommen hat, dass man für sich eingesteht, dass man ihm sagt, es ist niemand dafür verantwortlich, wie es mir jetzt da geht, sondern ich habe es in meiner Hand. Also so eine Lebensphilosophie von mir ist, dass man sagt, nein, das ist Schicksal, ja. Ich persönlich glaube, dass Schicksal nie das ist, was mir passiert, sondern ich persönlich glaube, dass Schicksal das ist, was ich daraus mache, anhand von dem, was mir passiert ist. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich, egal was mir passiert, und auch wenn es noch so furchtbar und dramatisch ist, und ich habe in meinem Leben auch solche Erlebnisse schon gehabt, dass es immer darum geht, dass ich entscheiden kann, was ich daraus mache. Also ich würde niemanden verantwortlich machen, wie es mir jetzt geht, sondern ich würde schauen, dass ich wieder in die Gänge komme. Sicher gibt es Phasen, wo einmal die Zeit des Trauerns ist und des Frustes ist und des Kummers ist und der Verletzung und des Leids. Aber ich habe halt in meiner Lebenssichtweise die Perspektive kriegt, dass es immer weitergeht. Und es ist umso schwieriger, dass es in meinem Leben war und umso steiniger das war, umso mehr habe ich daraus gelernt. Mir fällt aus, das Gesichtslesen liest du ja den Moment im Jetzt heraus. Jedoch sind das Momente aus der Vergangenheit. So darf man das ja sagen. Und ich sage immer, die Vergangenheit ist vorbei, da haben wir oft ein Gehirnkreisen und die Zukunft genauso. Wie kann man das jetzt so vereinnahmen? Vielleicht hast du da ein paar Sätze Also, zu. auch da wieder, ja. Das Gesicht ist wie ein Buch und es hinterlässt Spuren anhand von deiner Lebensgeschichte. Also, all das, was man im Leben erlebt hat, je nachdem, wie tiefgreifend das es war, weil man kann über die Augen, über die Fenster, über das Tor zur Seele ja sehr viel herauslesen.
Und umso mehr die Psyche und die Seele in der Vergangenheit in die Disharmonie gekommen sind, das hinterlässt Spuren. Du kannst dir das so vorstellen, eine der Grundregeln im Gesicht lesen, Auge und Mund haben das letzte Wort. Also egal jetzt, wie der Mensch vom Außen her gezeichnet ist, aber wenn der jetzt noch so eingeschränkt ist oder deformiert ist oder Verletzungen hat, wenn ich den Menschen in die Augen blicke, die funkeln, die leuchten, die strahlen, da ist Lebensfreude, da ist ein Ausdruck stark, dann ist es auch sehr naheliegend, dass die Mundwinkel parallel sind oder sogar leicht nach oben sind. Und dann habe ich den Zugang, der Mensch lebt gerade gewinnend. Auf der anderen Seite, jetzt siehst du einen Menschen und denkst, der hat ein Botzenauto, Botzenhaus, Botzengehalt, alles erreicht, alles in dem Zusammenhang, alles super. Dann schaust du in seine Augen und du siehst dann drüben einen leeren, einen hohlen, einen matten Blick. Und die Mundwinkel mehr nach unten gehen. Der lebt gerade verlierend. Und auch da muss man wieder genau unterscheiden. Das heißt jetzt nicht, dass der immer so lebt. Das kann sich ändern, je nachdem, ob er sehr noch vom Außen bestimmt ist oder eher mehr vom Innen selbst da gestaltet. Das sind Bereiche, die man im Gesicht lesen, natürlich immer auch berücksichtigt. Weil es geht immer auch darum, ich muss zuerst das Merkmal erkennen, dann muss es benennen und dann füge ich es zusammen. Also man darf sie nie verleiten lassen und zu sagen, naja, der hat jetzt die Nasen und der ist so und der muss immer so sein, weil der so auch die Nasen hat. Das wird man so nie sagen. Es ist ständige Veränderung letztendlich, genau. Darf man sagen. Ja, mir ging gerade nochmal so ein Gedanke durch den Kopf, ist natürlich was Großes, Herausgegriffenes. Der Mensch ist erfasst worden, wir sind komplett erfasst worden, wie wir denken, wie wir fühlen, was wir tun, psychiatrische Pflege nenne ich das einfach, ne? Warum man traurig ist, warum man Angst hat, ne? Und das ganze Ursache, Wirkung. So, jetzt sagst du, es gibt eine Lehre über das Gesicht und du erkennst die und die Dinge halt da drin. So, jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt doch weiß, wie wir Menschen funktionieren, wieso leben wir erstmal nicht danach? Wir gehen immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen rein. Jetzt haben wir tolle Leute. Wir haben Handleser, wir haben Gesichtsleser, wir haben verschiedene Energetikerberufe und, und. Und ich frage mich immer wieder, wann ist der Mensch mal so bereit, intelligent betont, intelligent mag ich eh nicht, aber wann hat er endlich die Fähigkeit, dass wir nicht wieder in diese Fettnäpfchen immer wieder reintreten müssen? Der Jugendliche hat das erlebt, was ich früher mal erlebt habe. Warum lassen wir das zu? Ich denke mir, wir Menschen haben doch einen Verstand, der logisch ist und aus Erfahrung sollte man ja klug werden. Ne? Man sagt sogar mal, aus Erfahrung wird man klug und solche Dinge sind wieder diese Sprichwörter. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ist für mich sehr nachvollziehbar. Nur da beißt sie für mich die Katze in den Schweif, wenn ich heute sage, ich habe jetzt da alles genau analysiert. Man weiß jetzt Ursache, Wirkung. Man hat das logisch alles aufgerollt. Das, was man bei Menschen, und das ist wieder meine persönliche Meinung, immer berücksichtigen muss, dass nie ein Mensch gleich ist. Dass Gefühle in dem Zusammenhang eine wesentliche Rolle spielen. Und auch natürlich die Emotionen. Und somit ist auch für mich schon der Aspekt, dass man sagt, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, die man hat. Ob das jetzt psychische Erkrankungen sind, körperliche Erkrankungen sind. Natürlich findet man dann eine Summe, wo man eben Tipps geben kann und wo man gut unterstützen auch kann. Das, was ich aber von meiner Perspektive immer wiederum darauf hingebe, ein Mensch ist individuell. Kein Mensch ist gleich. Wenn man ehrlich ist, es ist nicht einmal der Darm gleich in einem Menschen drinnen. Man weiß zwar, wo er sitzt, aber wie er genau ausschaut. Also man kann nie sagen, es gibt da jetzt ein Konzept, das kann ich ganz genau erklären und dann weiß man, warum das nicht funktioniert. Der Typ Mensch ist viel zu unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können irrsinnig viel Leidensdruck aushalten. Es gibt Menschen, die suhlen sich ja sehr lange in ihrem Leid und haben dieses Leid offensichtlich auch akzeptiert. Man darf die Menschen nie verurteilen oder beurteilen oder irgendwie in Schubladierungen einschmeißen. Man muss erkennen, dass es um das Subjekt geht. Und das ist eben beim Gesichtlesen für mich so das Spannende und das Faszinierende. Wenn man die Zeit sich nimmt, also so ein großes Reading, dauert ja über 2 Stunden, wo man einzelne Bereiche in Form von maximal 3 Themen herausnehme und das mit diesen Menschen auch bearbeite. Also die kriegen dann von mir so ein Protokoll geschrieben, wie ein Leitfaden auch mit. Und anhand von meiner Erfahrung merke ich, nicht einmal da gibt es großartig und langfristig diese Übereinstimmungen. Natürlich gibt es
zum Beispiel jetzt der Gesichtsformen, wo man sagt, er hat jetzt da, es kommt jetzt aus der chinesischen Lehre, ein Jade-Gesicht, ist eine sehr weiche Gesichtsform, oder ein Königsgesicht, ist eine sehr kantige Gesichtsform. Also Daniel Craig, der Schauspieler, der den James Bond spielt, der wird dem Königsgesicht zugeordnet. Wenn man jetzt sagt, ein sehr weiches Gesicht mit sehr feinen Zügen, wenn man die Julia Roberts in jungen Jahren sich erinnern kann, dann hat die Jadeanteile an einem Gesicht gehabt. Dann kommt man sagen, okay, der hat ein Königsgesicht, der hat ein Jadegesicht und alle die, die das Königsgesicht haben und Jadegesicht haben, die sind einmal alle gleich. Das stimmt nur zum Teil. Sie haben natürlich Eigenschaften, die mit dieser Gesichtsform zugeordnet werden. Aber ich muss dann dort, wenn ich mehr Informationen über den Menschen will, wenn ich den Menschen mehr Unterstützung geben will, beginnen, kennst du Sherlock Holmes, den Detektiv, so wie mit einer Lupe mich hineinzuarbeiten, dass ich dann merke, okay, König ist nicht gleich König. Jade ist nicht gleich Jade. Selbst dort gibt es noch diese Unterschiede und diese Feinheiten machen es aus. Aber Erkenntnis ist Erkenntnis. Und ich sage immer noch, sicherlich mag das sein, wenn man jugendlich ist und man verliebt sich und die erste Jugendliebe geht hinüber, dann fühle ich den Schmerz. Den glaub, darf ja auch jeder fühlen. So soll es ja auch mit den Krankheiten sein. Das Immunsystem ist ja auch aufgebaut. Jetzt kommt ja die Hysterie der Impfpflicht. Masern. Hat noch keiner den Masernvirus wirklich gezeigt, dass der existiert. Und gelernt habe ich, 15 Tote haben wir jetzt in der EU von Masern. Und gelernt habe ich, erst wenn eine Epidemie ausbricht, kann man die Menschen verpflichten zu impfen. So, ich möchte jetzt sagen, Erkenntnis. Wir wollen gewisse Dinge müssen wir vielleicht erleben, ganz klar. Ja, aber wann kommt die Erkenntnis, dass wir noch im 30, mit dem 40, mit dem 50. Lebensjahr trotz allem noch diese Fettnäpfchen betreten? Ne? Es geht hier um auch zu wachsen, gewinnen. Du sagst, der eine ist der Gewinndenker oder der Verlierer. Ja, wie lebe ich? Und ich versuche möglichst, weil wir Menschen ja, sei es auch die Tiere, auch die Pflanzen, die brauchen eine gute, natürliche Umgebung, um auch wachsen zu können. Und auch wir Menschen brauchen das. Aber ich schaue immer in die Welt hinein und sehe, wir Menschen stellen uns immer die Beine selber. Und da möchte ich versuchen, diese Erkenntnis mal reinzubringen, weil die Lehre sagt ja bei dir auch aus. Du siehst ja gewisse Dinge, ne, was vielleicht eine Disharmonie ist. Und auf deiner Seite kann man ja auch den Tipp geben, ja, dann änder doch mal die Erkenntnis. Und ich muss es ja selber dann erkennen und auch tun. Und da sehe ich ein Defizit und ich sage immer so schön, freuen würde ich mich sehr, wenn man statt Frühsexualisierung unterrichtet, endlich mal das Leben unterrichtet, was wir für Fettnäpfchen alle betreten und wie wir sie vielleicht schneller meiden könnten. Ne? Das sind Unterschiede, in welcher Zeit leben wir heute, in der Frühsexualisierung. Das ist eigentlich pervers, ich sage das Wort. In den 80er, 90er Jahren hat man sie weggesperrt in die Psychiatrie und heute leben wir dieses aus. Und das sehe ich als Problematik für die weitere Zukunft. Statt zu sagen, was unterbricht den Menschen in den gesunden Lebenslauf und das mir in den zentralen Mittelpunkt auch einer Gesellschaft zu setzen. Ich kann noch ein Beispiel geben. Wir haben Verkehrstote und die Suizidale. Über die Verkehrstoten wird geschrieben, über die Suizidalen, die sind wesentlich mehr. Da fragt keiner nach, was ist los mit den Menschen, was ist los in diesem Land, warum sich die Menschen sowas ihr Leben wegnehmen. Da sehe ich die Defizite und meine Erkenntnis sagt, dann dürfen wir doch Wege aufzeigen, dass diese Menschen zumindest nicht mehr in diese schlimmen Situationen hereinbatschen. Das meine ich auch damit, verstehst du? Das ist für mich verständlich. Mein Zugang ist immer der, wenn ich halt sage, ich will was verändern, lebe die Veränderung vor, die du bei anderen Menschen auch bewirken willst und erreichen willst. Und als Gesichtleser geht es natürlich auch darum, dass man eben gewisse Situationen, wo es schwierig ist, ob das jetzt über die Gesellschaft herbeigeführt wurde oder selbst herbeigeführt wurde. Es geht darum, dass man es erkennt und dass man sich dann auch den Herausforderungen stellen kann und dass man auch weiß, es ist immer gut, wenn man es alleinig macht, aber grundsätzlich macht es auch Sinn, wenn man bereit ist, eine Hilfe anzunehmen. Ich weiß, wir können nicht alles lösen, aber ich bin dankbar, dass wir darüber heute auch geredet haben, weil das soll ja auch den Menschen ein bisschen mehr hinschauen, auch mitgeben. Ja. Ne? Bevor der liebe Kalle, der lebt ja in Kenia, der hat eine andere Zeitzone, der ist nämlich schon sehr spät unterwegs. Und geben wir doch mal das Bild von Kalle und vielleicht magst du ein bisschen zum Kalle sagen. Mhm.
Also beim Kalle sehe ich, er ist jemand, der will wachsen, der will sich weiterentwickeln. Also da sagt man, der hört nie auf, der bleibt nicht stehen. Was für immer wichtig ist, er braucht seinen Freiraum, er ist ein Individualist, er will ja nicht verglichen werden. Er ist jemand, zu dem kann man schnell einen Bezug aufbauen, nur wenn man glaubt, man kennt den Kalle. Na, da braucht es Zeit. Da braucht es auch Vertrauen, das muss man sich erarbeiten. Er ist jemand, der ist gerne auch mit Menschen zusammen, aber er ist auch gerne für sich. Und da würde ich ihm den Tipp geben, achte darauf, dass du dich nicht in deiner Einsamkeit verlierst. Er hat sich auch im Laufe der Zeit eine gute Rinde zugezogen. Also man sieht sehr schnell, wenn es ihm körperlich nicht gut geht. Aber wie es dahinter oft ausschaut, da kann er sich relativ gut auch verbergen. Über seine Gefühle spricht er eher weniger gern. Er ist kommunikativ, er kann bei allen und bei jedem auch gleich mitreden. Aber wenn es um seine Gefühle geht, da ist er durchaus jemand, da braucht es eben gewisses Vertrauen, das man sich dann bei ihm auch erarbeiten sollte, damit er über das sprechen kann. Danke. Mal gucken, ob der Kalle in den Sprechraum reinkommen möchte. Ich hole ihn mal kurz rauf, ob er was dazu sagen möchte. Ich begrüße ihn mal. Du bist bei uns beim Thomas Bauer in der Sendung. Kalle, ich hoffe, du hast das gehört und dein Mikrofon, wenn du da bist. Na, ist er nicht mehr da. Schade. Naja, dann lassen wir das mal so stehen. Und ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, die erste Musikpause steht bei uns an. Und wir machen mal. Ah, da ist der Kalle doch da. Kalle? Ja, ich bin da und ich habe gehört und ja, fantastisch. Ich finde es genial, dass man so viel aus einem Gesicht, vor allem so schnell, erfahren kann. Und ja, ich kann dem zustimmen. Ich verziehe mich gerne in mein Häuschen, bin ja Krebs vom Sternzeichen so und ja, ich brauche meinen Raum für mich. Bin gerne mit Menschen zusammen, ja. Und allerdings, wenn da nicht so das Passende ist, dann verziehe ich mich gerne wieder. Also das ist schon korrekt. Gefühle sprechen, ja, mal nein. Also es kommt darauf an, schon mit wem. Vertrauen dazu weiß ich nicht. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber ich erzähle nicht alles. Das ist schon richtig. Obwohl sich das alles schon mittlerweile geändert hat. Es war viel extremer. Also ich finde es gigantisch, was man da erlesen kann. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ein großes Dankeschön. Klasse, genial. Danke dir, lieber Kalle. Und heute seid ihr bei Thomas Bauer von der Akademie für Face Reading, so kann man sagen. Dozent ist er dort. www.readtheface.com. Ja, Thomas, wir sind im zweiten Drittel und da kommen Bilder rein. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal ein bisschen mehr um deine Thematik hier sehen? Hast du Wünsche, dass man vielleicht als Face Reader in Österreich auch mal mehr vielleicht eine Förderung bekommt? Ich frage jetzt einfach mal so, weil es ist ja für alle Leute, auch für mich als Okie-Dok, nicht einfach. Ne? Beantragt man Förderungen, ist man sofort oft in der Abhängigkeit. Dann darf man gar nicht mehr das tun, was man möchte. Und auf der anderen Seite haben wir ja eine Arbeiterkammer, eine Wirtschaftskammer. Und ich frage mich immer wieder, was tun die überhaupt? Die Arbeiterkammer sind die Chefs, so sage ich mal. Und die Wirtschaftskammer sind die Chefs, die die Wirtschaft ankurbeln sollten, so in der Art. Aber irgendwie funktioniert das bei denen nicht. Und das haben die auch von mir schon laut gehört zu bekommen. Weil das ist eine Unglaublichkeit, wenn man dann noch ins Parlament geht und auf der einen Seite von der Arbeiterkammer sagt, wir müssen Steuererniedrigung machen, damit die Unternehmen eine Möglichkeit haben. Und die gleichen Leute sitzen im Parlament und sagen, wir müssen Steuer erhöhen. Hier ist doch irgendwo alles ein bisschen crazy durcheinander gewürfelt. Und ich bin ein Mensch in der Pflege und möchte eine gewisse Ordnung einfach sehen. Und so ist es mit dem Okie-Talk-Verein, so sage ich mal. Sicherlich kann ich mich in die Abhängigkeit begeben. Und es geht ja auch jetzt auch um ein Thema, wo man sagt, die energetischen Berufe möchte man am liebsten ja verbieten, statt sie zu fördern, komplementär zu denken. Das sind so diese Gegenpole immer, die beißen sich und sie sitzen bei dir aus.
Ist da auch Ähnliches zu spüren oder könnte man da mehr mal auch Unterstützung geben und wie würde das in etwa ausschauen? Also das Spannende bei der Gesichtleser-Thematik ist, dass ich momentan der Einzige bin, der in Österreich Gesichtleser ist. Also wie schon erwähnt, die Face Reading Academy, die von meinem Lehrer, vom Eric Stand-Up gegründet wurde, die hat ja den Firmensitz in Hongkong. Und es gibt jetzt mittlerweile drei in Deutschland, die das in Deutschland da unterrichten als Dozenten. Einer ist in der Schweiz und einer ist in Spanien. Und der Lehrer, der Eric, ist ja international unterwegs. Also der war vor kurzem erst in den USA, in Silicon Valley. Es ist in Australien, im australischen Fernsehen ein Bericht über das Gesichtlesen ausgestrahlt worden. Also es ist alles in der Aufbauphase. Man kann auch sagen, das steckt noch ein bisschen so in den Kinderschuhen. Und in Österreich schaut es so aus, dass der Gesichtleser, so wie ich mich heute halt deklariere, bis jetzt dann nirgendwo in ein Gewerbe zugeordnet werden kann. Das heißt auch, dass das nicht ein Beruf der Energetiker darunter fallen würde. Genau. Also es fällt jetzt nicht in den Bereich der Energetiker hinein. Ich sehe mich auch nicht als Energetiker. Ich sehe mich als Gesichtleser. Ich habe auch schon mit einem Juristen auf der Wirtschaftskammer über das gesprochen. Wir sind auf kein Ergebnis gekommen, dadurch, dass ich bis jetzt der Einzige bin und so wie es ausschaut, im Moment auch der Einzige bleiben wir. Man wird sehen, wie sich das im Laufe der Zeit noch entwickelt. Möglicherweise wird sich dann auch die Wirtschaftskammer vielleicht Gedanken darüber machen. Ich habe es kundgetan, ich habe gesagt, ich kehre nicht zu den Energetikern, ich kehre nicht zu den Lebenssozialberatern, ich kehre nicht zu den Psychologen. Also ich bin Gesichtleser, das ist für mich eine eigene Sparte. Weil eben die Ausbildung so umfangreich ist, dass das meiner Meinung nach schwer ist, das irgendwo zuzuordnen. Man könnte natürlich sagen, naja, der Bereich mit der Antlitzdiagnostik, den könnte man zu der komplementären Ebene geben. Den Bereich der Physiognomik, möglicherweise auch zu den Lebenssozialberatern oder Ansätze über die Psychologie. Naja, und wo tun wir dann das chinesische Gesicht lesen hin? Ja, also das ist ja wiederum eine Riesenthematik, wo eben die TCM-Teile auch drinnen sind, weil es werden die Elemente auch unterrichtet in dem Xianming, so wie es wir auch von der Akademie her anbieten. Die Lebensaufgaben, das Schicksal, die Talente, das sind alles Bereiche, wo man sagt, da, wo würde man das hin? Dann kommt man so grob, naja, das ist ja ein bisschen wie eine Wahrsagerei, ja. Sicher nicht so, weil es eben in die mystische das Mystische eine geht, man es vergleichen, also tut mir da schwer, ich weiß halt nicht, mit was man es vergleichen kann, weil es eben für mich was Einzigartiges ist. Und dann kommt dann auch der Aspekt Gestik, Mimik und Körpersprache dazu, der zusätzlich auch unterrichtet wird. Also da gibt es jetzt vier große Blöcke, die im Zuge dieser Ausbildung gelehrt werden. Und es ist ja wie eine Fremdsprache, du brauchst sehr viel Erfahrungen in dem Zusammenhang, damit du Praxis auch sammelst. Und wo das dann tatsächlich hineingegeben wird, wo mir ich zugehörig fühle, ist bis jetzt noch für mich nicht offen deklariert. Also ich sehe mich als Gesichtleser, ich habe mich auch so geoutet, dass ich eben Gesichtleser bin. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht. Ich habe auch die Ausbildung zum Lebenssozialberater, über Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung, Mediatorenausbildung, Supervisionsausbildungen. Sicherlich brauche ich die nur einen Gewerbeschein lösen und dann würde das dort reinfallen. Ich sehe mich aber nicht als Lebenssozialberater, ich sehe mich auch nicht als Mediator, ich sehe mich als Gesichtleser. Wenn ich mich als Gesichtleser sehe, dann biete ich das genauso an. Und das ist momentan noch sehr offen. Also das, was ich bin, ist freier Selbstständiger. Dort fällt das momentan ein. Ja, aber letztendlich, naja, freier Selbstständiger, sagst du, du bist aber ein Beobachter und immer im Jetzt und gehst in deinem Leben als Erfahrung herein. Muss man da überhaupt ein Gewerbe für anmelden, wenn man ein Mensch ist und den anderen Menschen anschaut und seine Wahrnehmungen gibt? Ich meine, wo ist da die Grenze? Ne? Versteht, denke ich, jeder und vor allem die Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer soll da mal drüber nachdenken. Ich finde das manchmal so traurig und ich als psychiatrischer Pfleger bin maßlos enttäuscht, in Österreich noch nicht mal eine psychiatrische Pflege zu haben. Ja? Wie kann man sowas dann unter Gewerbezwang setzen, sage ich jetzt mal, möglicherweise kannst du sagen, nein, ich werde mein Gewerbe abmelden, ne, und gehe dahin, wo man mich haben möchte. Kann man dir doch nicht verbieten letztendlich. Warum muss ich jetzt ein Gewerbe daraufhin anmelden, was noch nicht mehr existiert in Österreich? Das sind halt Fragezeichen bei mir, weißt du?
Also wie erwähnt, ich bin freier Selbstständiger und in dem Zusammenhang kann ich das auch sehr legal anbieten, auch, wo ich sage, ja, ich bin Gesichtleser und wo das dann hineingeordnet wird oder wo das zugeordnet wird, das sehe ich sehr entspannt, das lasse ich alles auf mich zukommen. Wie gesagt, gibt sicherlich Leute, die sich da damit auseinandersetzen, irgendwann einmal werden, aber dadurch, dass das noch in die Kinderschuhe steckt, Entwicklungsfeld ist das sehe ich das letztendlich. sehr, sehe ich das sehr entspannt. Gut, gehen wir mal zum nächsten Bild über. Ja. Da habe ich gedacht, nehmen wir den Raphael gleich mal rein. Der Raphael, Momento, da waren die Bilder. Raphael ist da. Da ist der Raphael und ich habe heute schon gehört, ein Jadegesicht. Aber ich bin jetzt leise und gebe dir das Mikrofon. Also das Spannende bei dir, Raphael, ist, du hast Jade-Anteile drinnen. Und Jade-Gesichter, wie ich zuerst schon erwähnt habe, sind natürlich mehr im weiblichen Art zu finden. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sagt, ja, du bist jetzt eine Frau, das darf man so auf gar keinen Fall sehen. Aber du hast Eigenschaften, die der Jade zugeordnet werden. Also für die ist die Harmonie sehr wichtig, du bist da sehr leidenschaftlich, du hast eine kreative Seite, ein kreatives Denken, das du auf jeden Fall nutzen solltest. Du bist sehr feinfühliger und auch sehr sensibel. Man merkt aber auch bei dir, du betonst aber auch deine männliche Seite. Du versuchst deine männliche Seite auch in dem Bereich zu untermauern, auch zu unterstützen. Es war oft für dich auch sehr schwierig, weil in deinem Umfeld schon seit der Kindheit achte immer auf Menschen, die dich bevormunden wollen oder besitzen wollen oder unterdrücken wollen, die dich in irgendeiner Art und Weise limitieren, weil dann geht dein Glanz verloren und auch deine Leidenschaft verloren. Auf der anderen Seite musst du auch darauf achten, dass du nicht zu stark in deinen Kopf hineingehst, weil dann geht diese kreative Seite verloren. Also für dich ist es wichtig, jetzt gebe ich dir einen Lernsatz mit, lerne Kreativität und Sicherheitsdenken in die Balance zu bringen. Bei dem Sicherheitsdenken geht es oft darum, dass du dir dann selber dabei im Weg stehst, um gewisses Potenzial bei dir zu entfalten. Dieses Potenzial ist halt sehr stark im Ideellen auch drinnen. Und wenn du da mal den Spagat bekommen hast, kannst du sehr viel beseelt und leidenschaftlicher umsetzen. Und da würde ich dir den Tipp geben, finde Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und lass die ja in deiner Entwicklung teilhaben. Okay, ich schau mal, Raphael ist ja heute auch auf unserem Surfer, so dachte ich gerade, dass er da ist. Ist er nicht mehr da? Schade. Ja, Marc, warte, ich muss noch auf dich warten. Ich muss erst dein Bild runterspeichern. Anders geht es nicht. So, und was schauen wir nochmal. Wer hätte gerne, den haben wir, den haben wir. Und die Tünde haben wir heute auch noch, Leute, bei uns. Da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Wo haben wir jetzt das Bild hin? So viele Bilder. Da haben wir es. Dann gehen wir nochmal zur Tünde rüber, würde ich sagen, dass du nochmal so ein bisschen zu ihr erzählst. Tünde? Habe ich den Namen richtig so ausgesprochen, Tünde? Richtig, Ja. Tünde. Wie die Sünde, nur als Tee hervor. Also bei dir ist die Stärke auch die Kommunikation. Was bedeutet die Kommunikation jetzt da? Und wenn du gewinnend lebst, dann bist du jemand, der durchaus sich eine Bühne erschaffen kann, also sich Raum erschaffen kann, sich Gehör erschaffen sollte, weil wenn du was sagst, sprichst du sehr wahrhaftiger. Auf der anderen Seite, du kannst da deine Kommunikation sehr gezielt einsetzen, weil du ja genau weißt, wann du zuhören solltest. Du kannst sehr gut ausselektieren, was Worte betrifft da. Du bist dann jemand, der Menschen gut abholen kann und durch seine Kommunikation auch in dem Augenblick die passenden Worte erfindet. Allerdings solltest du aufpassen, du nimmst das sehr viel zu Herzen an. Das kommt von deiner sensiblen und feinfühligen Art und Weise her. Und was man bei dir noch wissen sollte, die sollte man nicht in der Öffentlichkeit kritisieren, weil da überschreitet man eine Grenze. Gut zu wissen. Sie hat sicher zugehört heute. Wir haben auch vor der Sendung heute schon kurz gesprochen. Das ist der Marc Wahle auch bei uns. Der Jenne wollte uns auch noch ein Bild schicken heute.
Wir geben das Bild von Mark Wahlen und Jeno mit seiner Frau noch durch. Das sind dann die letzten Bilder für heute, denke ich. Dann ist genug. Und dann dürfen die Leute sich nämlich auch bei dir melden mal. Weil darum geht es ja auch. Der Thomas möchte euch ja auch gerne buchen. Oder er wird uns auch dann sicherlich mal Tipps geben, ja, die Ausbildung, wie man sowas machen kann. Also wäre ich jetzt nicht Okitalk, hätte ich dieses sicherlich lernen wollen. Ich auf jeden Fall. Ich finde es total spannendes Segment. Jetzt schauen wir nach dem Bild vom Mark Wahle, das muss man jetzt mal hier zumachen. Ich habe es gerade erst runtergespeichert. Habe so viele Fenster auf. Ja, das ist hier live. Und wo haben wir den Mark Wahle denn? Den habe ich doch gerade runtergespeichert. Da muss er sein. Ist er das? Schauen wir mal. Ja, da ist er. Der Mark Wahle. So, größer kriege ich. Na, kriege ich gar nicht größer. Oder macht er doch. Jetzt macht das. Das ist der Mark Wahle. Und soll ich es größer noch machen? Passt so. Passt so. Okay, dann erzähl mal was. Also Marc, zu dir. Du bist jemand, der hat gern Struktur, der hat es gern überschaubar, der hat auch gern einen Plan, der nimmt auch die Zügel und das Zepter gerne selbst in die Hand. Du gesteuerst dann das gerne selber, du bestimmst das auch gerne selber. Du gehst aber auch gern den ruhigeren Weg, den harmonischeren Weg. Das ist für dich ein guter Ausgleich. Auf das würde ich da den Tipp geben, schau, dass du nicht zu stark in deine Autorität hineingehst. Was bedeutet deine Autorität? Dann wirst du viel zu stark gestalten, bestimmen, die Zügel in die Hand nehmen. Und dann kann es auch dazu führen, dass du dann die Macht, man sagt, so gib einem Menschen Verantwortung und du siehst da dann Charakterzüge, dass das halt dann bei dir in eine verlierende Richtung geht. Weil dann kannst du aggressive Züge hervorbringen, das im Grunde genommen von deiner Charaktereigenschaft dann, wo viele Menschen dann nicht mit umgehen können, dann fühlst du dich oft missverstanden und das verhärtet dann auch die Fronten, also du strebst dann zu stark danach. Darum würde ich da als Gesichtleser den Tipp geben, oft ist weniger mehr und mach Schritt für Schritt. Super, ich weiß, er ist da. Ich gehe mal kurz auf den Surfer wieder und hole ihn mal rein und sage einen guten Abend, Mark Ball. Dein Mikrofon, du hast gehört, was Thomas Bauer dir mitgeteilt hat zu deinem Bild. Na, jetzt ist er nicht da. Das ist immer schön, wenn die Leute nicht da sind und naja, dann kann man da nichts machen. Das passt überhaupt nicht zu einer Live-Sendung und da kommt das nächste Bild von der Frau. Vom Marc, ich setze dich wieder runter, weil das passt nachher nicht mehr, weil du es ja eh nicht gehört hast. Nee, aber ich weiß, dass die Frau, der Jenne, das ist seine Frau, das ist die Guste, ist das. Reicht dir das Bild oder soll ich es auf groß machen? Dann speichere ich das im ab. War cool, wenn wir es ein bisschen größer machen. Ja, was. Dann speichere ich das mal eben kurz ab, das Bild. Auf Desktop, passt, das schauen wir mal kurz. Wo haben wir es? Wo haben wir da unten? Na, da ist es nicht. Da. Wo? Da steht, glaube ich. Da, genau. Das ist da, ja, da haben wir es, ja. Ja. Machen wir es ein bisschen größer. Und jetzt Guste, schön hinhören und das reicht dir, denke ich, gell? Passt, ja, sieht man sehr gut. Guste? Guste. Guste. Das ist die Guste. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Guste. Ja, Guste. Also bei dir sieht man, ich gebe da gleich einen Tipp mit, du solltest lernen, Nein zu sagen. Man neigt bei dir, dass man dir sehr viel umhängt. Du bist da jemand, der nimmt sich Rucksäcke, die in Wirklichkeit gar nicht deine wären. Also lerne Nein zu sagen, wäre mir so der erste Tipp. Man sieht auch alles, was mit deiner beruflichen Seite zu tun hat, wenn es um deine männliche Seite, um deine materielle Seite geht. Berufliche Feld, da möchtest du gerne mehr durchatmen, da hast du gerne mehr Unabhängigkeit und auch gerne mehr Freiraum. Du hast aber im Laufe der Zeit eine ziemlich dicke Haut zugelegt. Der Humor ist auch gewinnend gelebt. In gewissen Situationen sehr entspannend. Wenn du das verlierend lebst, pass auf, dass du nicht sarkastisch bist und lerne auch die Dinge alles auszusprechen. Man sieht bei dir, du hast begonnen, sehr vieles in dich hineinzufressen. Man sagt so, das schlägt dir auf den Magen. Wenn du schon mal den Ausdruck gehört hast, wir haben einen Stein im Magen, Gefühle und Emotionen und Ärger sind schwer zu verdauen. Danke, jetzt gehen wir mal auf den Surfer wieder. Und der Jenne hat seine Frau sicherlich neben sich stehen und gibt ihnen auch das Mikrofon. Jenne Guste, bitte. Schönen guten Abend. Ja, das ist alles treffend eigentlich. Kommt alles so hin. War eine schwere Zeit. Jetzt mittlerweile geht es alles bergauf, weil ich vieles verstanden habe und bin auch dabei, alles zu ändern.
Ja, was auch ja, ne, Gustav ist so, die hat immer geschluckt und hat das immer angenommen. Und ja, es ist ja wieder verblüffend, sage ich jetzt mal, wenn man das dann wieder so dann hört, ne, vom Dritten. Also ja, fehlt uns heute nur noch der Jenne, ne, mit dem Bild, ne? Da bin ich gespannt, ob das noch kommt. Jetzt sehe ich, der Marc Wahl ist im Warteraum. Ich hole ihn mal rauf. Ich weiß gar nicht, ob er es gehört hat. Marc, ja, hast du denn die Deutung gehört, was der Thomas Bauer dir mitgeteilt hat? Ja, verflixte Technik. Ich war ganz verblüfft. Ich habe, seit ich klein bin, Probleme mit Autoritäten. Das ist mir in die Wiege gelegt, wie er sagt. Und es artet dann aus in Aggression. Ich versuche das zu kompensieren mit Kommunikation. Also ich habe viel Webseiten. Ich tausche gern so Holztaler aus, ne, in viel Liebe und Glück. Aber ich bin sehr überrascht. Ja, das hat er voll erkannt. Ja, ich habe natürlich dadurch auch meine gesundheitliche Schwäche, weil ich mich gern aufreibe. Ne? Ich habe es mir notiert, oft ist weniger mehr. Geh Schritt für Schritt. Ich nehme das dankend an. Sehr gerne, freut mich. Ja, super. Ja, lieber Thomas, jetzt, was ist wichtig für Face Reading? Gehen wir wieder jetzt weg von den Gesichtern lesen, obwohl das Thema ja ist. Ne? Ja, wo bist du denn überhaupt zu buchen und wo findet man dich und wie sieht es aus, wenn du mal einen Vortrag gibst? Wirst du dann sowas Ähnliches sagen, wie wir heute getan haben, oder ist das mehr so ein Tiefenworkshop, wo man in die Tiefe in der Materie eingeht und indem man zum Beispiel sagt, genau diese Falte zum Beispiel oder diese Falte? Wie funktioniert das bei dir? Also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, ich mache das in Österreich immer so stufenbaumäßig. Also ich steige mal ein mit so 1,5 bis 2 Stunden. Das ist ein Abendvortrag, kriegt ein bisschen so den Workshop-Charakter, weil ich natürlich für Fragen auch zur Verfügung stehe. Aber da stelle ich einmal grundsätzlich das Gesichtlesen vor. Was ist es? Wie funktioniert es? Wie bin ich zu dem gekommen? Und da ist auch immer wieder der Satz dabei, dass jeder Gesichtleser ist und das auch jeder tut. Also so ein Abendworkshop von 1 bis 2 Stunden bietet es einem gut an, um hineinzutauchen. Wie schaut das aus? Grundsätzlich kann man direkt mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man mich buchen möchte mal für so einen Workshop. Oder man vernetzt sich mit mir. Im Grunde genommen ist der Zugang über die E-Mail-Adresse der Homepage. Es gibt dann auch eine andere E-Mail-Adresse, wo man hinkommt. Das ist www.gesicht-lesen.de. Oder man gibt einfach Eric Stand-Up Face Reading Academy, dann kommt man auf die Homepage von der Akademie und dort findet man dann sämtliche Veranstaltungen, die in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz auch sind, wo eben dann der Zugang auch über Tagesworkshops oder generell auch über die Ausbildung zur Verfügung steht. Ich habe in Österreich eben den Aufbau, dass ich mit so Abendworkshops einsteige und dann weite ich das auf einen Tag aus, wo man dann einmal einen Tag, das ist so meistens von 10 bis 16 Uhr, wo man sich dann einen Tag in dieser Lehre einmal beginnen kann, so erst einmal so hineinzuschnuppern, wo ich dann auch erkläre, für was steht diese Falte, für was steht diese Falte. Bleibe dann meistens immer bei mir, weil erfahrungsgemäß, man kommt natürlich in gewisse Berührungspunkte und ich behalte immer wiederum so, dass ich den Leuten die Anonymität lasse und dann gehe ich da immer auf mir, weil ich habe eher ein paar Baustellen auch in meinem Gesicht, anhand von meinem Lebensstil in der Vergangenheit. Einige kenne ich ja, aber das bleibt unter uns. Genau, aus meiner Vergangenheit heraus. Und dann kann man eben entscheiden, ob man heute eben sagt, ja, hey, cool, ich will das auch lernen. Und da ist es wirklich so, also lernen kann das jeder. Man braucht jetzt nicht glauben, dass man da irgendwie große Begabung oder Voraussetzungen benötigt. Im Endeffekt ist es sehr simpel. Du kriegst Unterlagen, das sind Bilder und diese Bilder werden mit Vokabeln bestückt. Und ich mache das noch so, wie es eben mir mein Lehrer gelernt hat, so traditionell. Ich teile die Unterlagen aus und dann wird es mündlich überliefert. Also ich mache das oldschool, ohne Beamer, ohne irgendwelche Hilfsgeräte. Ich habe maximal so ein Board, wo ich ein bisschen was draufkranzeln kann. Aber zum Großteil mache ich das mündlich und erkläre das halt sehr genau anhand von den Unterlagen, die man da kriegt. Und man kann sich das so vorstellen, die Ausbildung dauert 3 Tage. Ob das jetzt die Antlitzdiagnostik ist, also Antlitzdiagnostik ist ein Block, die Physiognomik ist ein Block,
Das Sehen Ming ist ein Block und Gestik, Mimik, Körpersprache. Je 3 Tage und findet in Niederösterreich, in der Nähe von Krems, 10 Minuten von Krems entfernt, Lengenfeld. Das ist bei mir zu Hause und ich habe oben am Stock so einen eigenen öffentlichen Raum für mich gemacht, wo ich eben Seminare, meine Sitzungen abhalten kann, wenn Leute auch zu mir kommen und dort dann ich dementsprechend auch unterrichten kann. Was wird das in etwa kostentechnisch kosten? Also die Preise sind auch im Grunde genommen auf der Akademie-Seite zu finden, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Modul in Österreich inklusive Steuer 779 Euro kostet und jedes weitere Modul in dem Zusammenhang, es gibt ja über einen zweiten Teil auch wiederum in den gleichen Preis zu erwerben ist. Also ich finde 779 Euro nicht zu viel. Du hast ja heute Abend eh schon gesagt, du bist der einzige Gesichtsleser in Österreich. Also dann hat man einen großen Markt, was man damit tun kann. Ich möchte dir anbieten, wenn du es darfst und das möchtest, möchte gerne, dass du als Gesichtsleser da einen Banner auf OKitalk hast. Und das möchte ich dir kostenlos anbieten, mhm, weil ich finde das Thema wichtig und ich finde es spannend und bin gespannt, ob wir da auch ein paar Leute wieder auch zu dir dann auch finden. Wenn du es darfst, dann... Ich sag einmal danke für das Angebot. Ich würde es mit dem Management von der Akademie abklären, weil auch da noch mal die Erklärung, ich bin Dozent dieser Akademie und der Erik, der ja der Chef von der Akademie ist, der auf mich damals auch zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich da mitarbeiten möchte, wo ich gesagt habe, ja, okay, taugt mir. Wir sind sich da sehr schnell einiger geworden, aber solche Entscheidungen trifft er, weil er ist der Chef. Und ich werde das auch mit ihm besprechen. Ich möchte nochmal einen Hinweis machen. Der Raphael ist ja leider nicht da, der hätte sofort die Infos direkt vor Ort. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir zufällig auf der Seite den traditionellen chinesischen Medizinkongress, den möchte ich nämlich unbedingt dir empfehlen. Der ist nämlich, sind wir das natürlich nicht. Wir haben alles an Werbung da, aber man muss ich mal aktualisieren. Vielleicht finden wir es bis dahin. Ich möchte jetzt gar nicht drauf so lange eingehen. Ich gehe mal auf eine andere Seite. So, schauen wir mal. Nächstes Jahr findet der in Wien statt und da kommen international, jetzt wird es nichts, muss man später schauen, wird im Juni, Juli im Don Boscos Haus stattfinden und den möchte ich euch wirklich empfehlen. Das ist, wie gesagt, der internationale traditionelle Medizinkongress, wo von der ganzen Welt überall alternative Möglichkeiten von Gesundung und mögliche Programme. Also es wird einfach Wissen rausgegeben, wo man zugreifen darf oder nicht. Die Medien haben es bis heute noch nicht geschafft, da mal hinzukommen. Ne? Ist ja auch zu viel Gesundheit und zu viel Bewusstwerden. So muss man das ja immer sagen. Ne? Und ja, wäre vielleicht eine Sache für dich. Jetzt geh noch mal kurz bei uns in unserem Talkraum rein und ich sehe, der Kalle ist noch da, der Jen ist da, der Marc Wahle ist da. Ich hole auch mal die Marion rauf. Ihr kommt da mit rein. Die Katrin ist jetzt bei uns und auch die Tünde und auch die Elfi ist da. Und jetzt frage ich mal euch, wie habt ihr bisher den Abend gefunden und habt ihr vielleicht selbst mal eine Frage zum Thema Gesichtslesen? Ich habe ja bisher nur von meinem Wortschatz her geredet. Aber gibt es denn von euch Fragen? Dann flackert doch mal mit dem Mikrofon. Wer hat denn da eine Frage? Da gibt es keine Fragen. Unglaublich. Ja, wie kann man ihn unterstützen? Das ist ja eine wichtige Geschichte. Es gibt ja auch Körpersprache mit Tieren, das ist ja, das geht ja in Bruchteilen von Sekunden. Es gibt Menschen, die gehen in eine Wirtschaft, erkennen an einem Blick, welche Ecke ist die freundlichere und wo halte ich mich mehr fern. Also es ist viel, 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 viel wichtiger, als man eigentlich annehmen möchte, diese Körpersprache und Gesichtserkennung. Ja, ich werde mal einen Blog-Eintrag drüber verfassen, würde ich vorschlagen. Gerne. Und eine direkte Frage? Hast du jetzt eine Frage daraus gehört? Na, ich nicht. Gut, der Kalle ist wieder bei uns und probieren wir es doch mal. Kalle, dein Mikrofon. Du solltest reden dürfen, aber du hast anscheinend jetzt wohl schlechtes Internet. Okay, da kommt jetzt nichts von dir, Kalle. Sehe ich zumindest nicht, ich höre dich nicht. Probier's. Ja, ich probier's mal. Könnt ihr mich hören?
Ja, wunderbar. Ja, also ich fand das absolut genial. Wie gesagt, was er eben schon mal von mir gesagt hat, so, das ist ein sehr spannendes Thema, würde mich auch sehr interessieren. Wie ist aber der Thomas drauf gekommen? Das habe ich nicht mitbekommen, oder ich weiß nicht, ob er es gesagt hat. Wie bist du darauf gekommen, das anzufangen mit diesem ganzen Geschichte da? Das würde ich gerne mal erfahren. Deine Geburtsstunde. Also das hängt da damit zusammen, ich habe es zuerst schon mal kurz angerissen. Ich habe ja ein sehr turbulentes Leben hinter mir. Ich habe zehn Jahre in der Sucht gelebt und war tief am Boden. Und wie ich dann eben die Erkenntnis mit 25 gehabt habe, dass ich selber verantwortlich bin für diese Situation. Und das war so ein Schlüsselerlebnis. Ich war da mit dem Vorrat im Wald und habe wirklich darüber nachgedacht, wie ich beende mein Leben, schneide mir die Adern auf oder nehme mir einen Strick. Das war sehr tiefgreifend. Und dann ist mir bewusst worden, ich kann mich nur selber herausholen und ich kann nur selber auch beginnen, mein Leben wieder in die Bahnen zu bringen. Das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich so halbwegs in der Balance war, weil ich das ganz allein nicht durchgezogen habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann begonnen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Also ich habe viele Ausbildungen gemacht, in der Persönlichkeitsbildung auch und in der Kommunikation. War dann auf der Suche auch nach Körpersprache, weil mir das schon immer fasziniert hat. Was sagt der Mensch, wenn er jetzt da nichts sagt? Oder wie funktioniert Körpersprache auch? Und ich war da so in dem Suchen auch drinnen und habe versucht, jemanden zu finden, der das unterrichtet. Und in Österreich bin ich da leider nie so wirklich fundig geworden, weil man hat zwar coole Sachen gesehen und es gibt viele Bücher auch darüber, aber wie es dann tatsächlich funktioniert, war für mich zu wenig. Und ich bin halt, was den Computer betrifft, da kein Experte. Ich bewundere da immer den Klaus, wenn der da so herumdruckt, aber ich kenne mich mit Computer überhaupt nicht aus und war dann in meiner Phase schon ziemlich frustriert und irgendwann habe ich mich dann vom Computer hingesetzt und habe in den Gockel mit der Einstorchentechnik Gesichtlesen eingeklopft und dann habe ich eben diese Homepage von dem Erik gefunden, also der Erik Stand-Up, der Gründer der Face Healing Academy, der damals internationaler schon unterwegs war und ich habe da Telefonnummer auf seiner Homepage gefunden und habe gedacht, okay, den rufe ich jetzt einfach einmal an. Dann habe ich den angerufen. Der hat natürlich nicht gleich abgekommen und nach dem dritten Mal versuchen, hebt er mir endlich ab. Und ich sage dann zu ihm, hallo Erik, ich bin der Thomas, ich bin aus Österreich, ich hätte gern Gesicht lesen lernen. Was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Und er sagt, du, das ist relativ einfach, das ist wie eine Fremdsprache, das kann jeder. Und er ist jetzt da dann in der nächsten Zeit in China, dann ist er in den USA, dann ist er in Dubai. Und ich habe schon meinen Kopf zu rechnen begonnen und dachte, okay, die Ausbildung kann ich mir abschminken, weil mein Auto braucht dort nicht hinfahren, den finde ich nie. Dann habe ich ihn gefragt, ob er in der Umgebung einmal ist. Und er hat gesagt, ja, Umgebung, er ist grundsätzlich aus Deutschland. Er ist ein gebürtiger Karlsruhe, also in Karlsruhe geboren. Und er ist auch in der Schweiz unterwegs. Und ich dachte, naja, das ist auch ziemlich weit weg von mir, aber ist okay. Sag ich, wie schaut's, bist du einmal irgendwann einmal in Österreich? Und er war 2014 und das ist jetzt fast genau 5 Jahre her, es war November 2014, war er in Klagenfurt auf einer Messe. Und ich bin dann dort hingefahren, habe dann ja, Gott sei Dank auf dieser Messe endlich gefunden und sich, der sitzt dort und da steht eine irrsinnig lange Schlange bei ihm angestellt und die Leute waren alle so bedacht auf so ein Speed-Reading. Also Speed-Reading, das ist so der schnelle Blick ins Gesicht. Das ist auch das zum Vergleichen, was ich ansatzweise damit die Fotos gemacht habe. Und ich sehe, der lest da so die Leute und die sind da ziemlich geflasht da und ein paar schauen recht komisch und bei den einen oder anderen rinnt sogar Tränen nach unten. Dann macht er endlich eine Pause und ich gebe ihm die Hand und sage, hallo Erik, ich bin der Thomas, wir haben telefoniert, was machst du da? Wie funktioniert das? Und er sagt, willst du das wissen? Ich mache mit dir so ein Speedreading und ich denke mir, okay, jetzt bin ich gespannt. Und dann war ich extrem schwer beeindruckt, weil der hat mir in den ersten 5 Minuten Sachen eben gesagt, die kann er nicht wissen. Und er kann mir auch nicht irgendwas sagen, weil ich bin da sehr kritisch und hätte dann sofort gesagt, nein, das stimmt nicht oder nein, das passt nicht. Und der hat wirklich den Nagel genau auf den Kopf getroffen und all das, was er mir gesagt hat, in den habe ich mir ja gefunden. Und ab dem Zeitpunkt war für mich die Entscheidung, okay, ich will das lernen. Ich will das lernen, ich will mir das aneignen. Das war dann irgendwie für mich total stimmig. Ich habe dann auch die Herausforderung für mich angenommen. Ich bin dann nach Deutschland, ich bin in die Schweiz raus und habe diese ganzen Module eben besucht
Und eben dann, wie ich dann mit ihm gesprochen habe, und für mich ist es eine Ehre, Dozent in dieser Akademie zu sein und mit ihm da das gemeinsam auch aufzubauen, habe ich halt dann auch selber unterrichten dürfen. Und so bin ich halt immer mehr und mehr in die ganze Sache hineingerutscht und habe das immer mehr vertieft. Und mittlerweile dreht sich ja fast mein gesamtes Leben um dieses Thema, weil ich natürlich immer wieder beeindruckt bin, was man alles beim Menschen sehen kann und wie einfach und wie leicht das es oft ist und wie schnell das es geht, wenn man wirklich einmal anwesend ist. Da gefällt mir das sehr gut, dass man sagt, man ist im Hier und im Jetzt. Man ist nicht nur mit dem Körper da, man ist mit dem Geist da, man ist auch mit der Seele da. Und man beginnt den Menschen dann auch wirklich zu lesen. Und so war ich halt dann so fasziniert von dem, dass ich für mich entschieden habe, das ist mein Weg. Ich habe mich als erstes Mal in meinem Leben deklariert, dass ich gesagt habe, ja, ich bin Gesichtleser. Und so war mein Werdegang, dass ich zu dem gekommen bin. Wo hast du denn die Körpersprache gelernt letztendlich? Ich habe sie in Indonesien lernen dürfen. Ich habe sie bei meinem Lehrer, beim Erik, lernen dürfen. Also der Gesichtleser hat da einen eigenen Zugang zu der Körpersprache. Also ich gebe da nur ein Beispiel. Ja. Wenn du heute mit deiner Hand zum Gesicht greifst und angenommen du streichst über dein Kinn, ja, mit Daumen und mit Zeigefinger. Genau so. Also man greift zum Kinn, mit Daumen und mit Zeigefingern streicht man drüber. Dann kommt man sagen, aha, der überlegt, der prüft jetzt was. Nur der Gesichtleser sagt, gut, mit welcher Hand greift er zum Kinn? Rechte Hand oder linke Hand? In dem Moment, wo die linke Hand hingreift, ist es die Gefühlsseite. Da geht es um die Gefühle, da geht es um die Beziehung, da geht es um die weibliche Seite, da geht es um das Kreative. Greift er mit der rechten Hand, sagt man, es ist die männliche Seite, die rationale Seite, die berufliche Seite, die kämpferische Seite, die kriegerische Seite. Ist der Daumen dabei, geht es um Dominanz, Macht, Power, Kraft, Mut. Ist der Zeigefinger noch mit dabei, ist es der Richtungsweiser, der Wegweiser, der Selbstwert, die Eigenliebe und die Autorität. Und jetzt will ich noch wissen, in welchem Kontext, ne, das Kind steht für Moral, Prinzipien und Werte, Wille, Durchsetzungskraft und Konfliktverhalten. Er prüft in dem Kontext. Und somit habe ich ein Bild, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe, kann ich beginnen, das zusammenzustöpseln. Ich muss natürlich, wenn ich die Körpersprache lese, immer Kontext und Situation berücksichtigen. Also ich habe jetzt noch eine Idee für unsere Zuhörer. Also das ist mir jetzt wurscht, ob du es annimmst, ist deine Entscheidung. Aber ihr dürft jetzt schon mal überlegen, welchen Namen ich eingebe. Weißt du schon, wen ich meine? Ich sehe schon, da hast du Showman auf dem Box 1 runtergeklickt, wann hast du das? Ja, jetzt schauen wir mal kurz. Wenn meine Google-Maschine das möchte, ne? Die braucht ja jetzt ewig. Und wir werden jetzt einfach nur, warte mal, dahin nochmal und jetzt gehen wir da auf Döster. Du darfst dir da eins aussuchen, da steht schon eins, aber das ist bestimmt in Pose, sind alle in Pose gestellt. Du darfst dir eins aussuchen. Bevor wir den Namen bekannt geben, darfst du vorher gerne, ohne dass wir den Namen nennen. Über die Körpersprache von... Ja, allgemein, was siehst du in dieser Frau? Es ist eine Frau. Also... Soll ich eins groß machen oder reicht Nein, das? Brauchst du nicht, weil ich kenne diese Frau. Okay. Diese Frau hat eine Standardgeste, die sie gerne einnimmt. Und wenn sie diese Geste einnimmt, hat der Gesichtleser folgenden Zugang. Da geht es um die Erdung in ihrer weiblichen Seite, weil sie nimmt diese Geste ein, das ist das verkehrte Dach, sagt man da. Sie will sie in ihrer weiblichen Seite erden. Da geht es um hilfsbedürftig, unsicher, um Stabilität, weil die Frau hat sehr stark mit Kummer, Sorgen und Nöte zu tun. Sie hat es sehr schwer, dass sie sehr behaupten kann und durchsetzen kann und ihre Weiblichkeit bleibt dadurch auf der Strecke. Somit nimmt sie gerne diese Geste ein, dieses verkehrte Dach und dadurch erdet sie sie in dem Bereich auch. Es ist so eine unterstützende, hilfesuchende Geste, wo es um ihre Weiblichkeit geht. Und Kummer, Sorgen und Nöte, die sie da begleiten, machen sie organisch bei ihr bemerkbar. Da geht es um die Milz, da geht es um die Entgiftung auch. Also das ist auch ein Bereich, wo ich ihr gesundheitlich einen Tipp geben würde, dass sie auf das achten wird.
Ja, aber ich gebe ja auch gesundheitlich einen Tipp, dass man mal anderes die Welt sehen sollte. Und jetzt fragen wir mal im Zuhörer, mal gucken, ob jemand draufgekommen ist, über wen wir hier gesprochen haben. Gibt es da Meldungen? Der Marc sagt ja, deinen Vorschlag? Es war Frau Dr. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Okay, danke. Das war der erste Hinweis. Gibt es da noch weitere Meldungen? Na, Kalle. Würde mich anschließen. Okay, und Kalle, war auch noch was? Jenne, gibt es da Meldungen? Dass die Merkel. Ja, das ist auch aus dem Busch aus Kenia rübergekommen. Ja, ihr habt völlig richtig getroffen. Das war jetzt Frau Angela Merkel. Ja, sie ist gefangen in ihren Zwängen, aufgrund, weil sie ja da oben in der Politik sitzt. Und wenn man Politik versteht, weiß ja auch, wer wie wo parieren muss. Deswegen mag sie auch Kummer haben. Aber hat die Frau wirklich noch ein Gewissen oder ist sie wirklich so unter Druck, dass man wirklich sie das aushalten muss? Sag mal, sie könnte ja auch zurücktreten oder darf sie nicht zurücktreten oder wann kommt wieder das Machtgefühl auf, ist die Frage. Ich hätte zumindest ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich dieses alles vertreten müsste. Ich wäre nicht der richtige Bundeskanzler, zumindest nicht in diesem System, wenn man sowas erleben darf oder muss, was wir heute gespiegelt bekommen. Also grundsätzlich, die Politik ist ein sehr schwieriges Feld, um sich dort nah zu behaupten und dort durchzusetzen. Ich glaube, sie ist in einer sehr anspruchsvollen Phase, wo sie großen Hürden gegenübersteht. Und natürlich, so wie es in jeder Hinsicht da ist, glaube ich, dass sie versucht, ihr Bestes zu geben, um ihre Sichtweise auch verständlich zu nachvollziehen zu können. Das würde den zeitlichen Rahmen von heute extrem weit ausdehnen, dass man da auf das eingeht. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, es ist gerade in der Politik in der heutigen Zeit oft sehr schwierig, dort eine klare Linie vorzugeben, damit auch der Großteil von den Menschen d'accord gehen kann, weil einem jeden Menschen recht getan ist, eine Kunst, die niemand kann, ist so eine Philosophie von mir. Und wer gibt schon mal gerne zu, dass er in irgendeiner Art und Weise, wenn er Richtung eingeschlagen hat, die möglicherweise für einen Teil passt, aber für einen Großteil nimmer mehr passt? Wer gesteht sich das dann schon oft gerne ein? Nicht? Und das ist natürlich sehr subjektiv, wie man das halt sieht zu ihrer Politik, wie man zu dem steht. Ich muss dazu sagen, ich verfolge das eher zu wenig. Ich kann mir da nicht wirklich eine Meinung darüber bilden, weil ich gerade was dieses politische Feld betrifft, mich ziemlich herausgenommen habe. Das ist auch in Ordnung. Ich verstehe nun eine Frau Merkel nicht, die so viel Gegenwind bekommt von Veranstaltungen. Da hört man nur noch Pfeifen und die redet einfach weiter. Also wenn ich sie wäre, dann würde ich ganz trocken sagen, ich werde hier als Bundeskanzlerin in der Gemeinde oder Stadt sowieso ja gar nicht ernst genommen. Man pfeift ja nur, also was soll ich hier reden? Dann gehe ich doch. Aber nein, sie muss weitergeben. Und deswegen frage ich mich manchmal wirklich, die muss das doch für sich auch erkennen. Oder warum die Menschen alle auf die Straße gehen? Das hat sich ja so viel verändert. Und seitdem sie an der Regierung ist. Das ist so. Jetzt gibt es da heute ein neues Wahlplakat. Da heißt das nicht mal Greenpeace, hat das gemacht, CDU, nicht. Das C haben sie weiß gemacht. Du. Und haben ihren Spruch dahinter gemacht. Wir leben in Zeiten, die man sagen, die einen, ne, der Kapitalismus ist am Auslaufen. Wir kennen die Geschichten mit Trump mittlerweile. Wir kennen die Geschichten mit den QAnon, die du nicht vielleicht kennst. Es wird zwischen den Zeilen gelesen. Und wenn man noch an Adenauer früher gedacht hat, wie er durch Bonn mit seinem Auto gefahren ist, ne, da gab es keine Securities. Ne, und umso mehr Sicherheit man hat, umso mehr hat man anscheinend ja auch was zu verbergen. Angst auf der einen Seite. Und wenn man heute diesen Sicherheitstrakt sieht, das ist ja ein Wahnsinn. Und deswegen frage ich immer, wie weit ist die Politik vom Volk entfernt oder wie weit ist das Volk von der Politik entfernt? Da ist eine Disharmonie eindeutig, das versteht, denke ich, jeder. Und der Marc Wahle flackert ganz, ganz mächtig mit dem Mikrofon. Er kriegt natürlich das Mikrofon. Und ja, Marc, übernimm mal das Mikrofon. Ja, ich möchte Ihnen erstmal gratulieren, da ich bin auch Suizidalfall gewesen. Ich war von den Gleisen gesessen. Daraus wurden dann ganz tolle Kunstwerke bei dir. Du hast auch, das habe ich aus dem Gespräch gehört, da sind wir eigentlich ein bisschen drüber weggegangen, Suizidalität überwunden.
Und ich möchte dich recht herzlich einladen, meine Seite mal zu betrachten. Ich habe für Suizidale, die es überwunden haben, die Anwärter, die das noch überwinden wollen, eine Seite angelegt. Darf ich die ihm zukommen lassen? Ja, sicher darfst du das, ne? Wolltest du die E-Mail noch mal kurz bekannt geben, wo du erreichbar bist? Also das ist thomas.bauer at face-reading-academy.com. Okay. Findet man aber auf der Homepage auch. Und lieber Marion, schick mir doch, ich kriege hier gerade eine Zuschrift, Marion, einfach ein Bild zuschicken an office@oketalk.com. Wir sind eh im E-Mail-Verkehr. Und dann wird der Thomas auch nochmal dein Bild geben, weil der Jenne, der will heute, glaube ich, nicht. Marc, okay. Ne, ich denke mir, das reicht dann schon. Ne? Wir wollen jetzt nicht so in die Tiefe einsteigen in dieser Thematik. Das könnt ihr dann unter euch ausschreiben, denke ich. Ist das okay? Ja, das ist gut. Ich hätte nur gern den Knackpunkt gewusst, warum er weiter wollte leben. Das wäre mir wichtig. Okay, das ist eine Frage. Also der Knackpunkt in dem Fall war der, dass mir bewusst worden ist, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Die erste Möglichkeit, ich beende es. Die zweite Möglichkeit, ich bewege meinen Hintern und hole mich heraus aus dem ganzen Sumpf. Und das kann man schwer in Worte fassen. Bei mir war das so, dass das nicht nur im Kopf da war, sondern in meinem gesamten Körper irgendwie spürbar war. Ich werde nie die Situation vergessen, da war es rundherum um mich komplett still. Und es war so wie so eine Eingebung oder wie so eine Erkenntnis, so wie das beschreiben ist. Wie gesagt, das ist schwer in Worte zu fassen, aber es war halt für mich dann das Ausschlaggebende eben, dass mir bewusst worden ist, dass ich es selber in die Hand nehmen kann. Okay, so gut. Mein Glückwunsch. Dankeschön. Ja, danke, sagen wir auch. Ja, Marion, du bist am Mikrofon. Kurze Frage. Dann schick mir doch, kannst auch über Telegram das Bild schicken, wenn du möchtest. Es bleibt unter uns. Wird keiner sehen, außer der Thomas und ich. Das erstmal zu dessen. Jenne, wie sieht's bei dir aus? Das Mikrofon hat geflackert. Na, kriegen wir den Jenne heute noch zu sehen? Nö. Nee, ich mache heute Abend nicht mit. Aber ich finde das trotzdem spannend, das Thema, weil das geht ja auch, ihr habt ja auch über diese Erkenntnis gesprochen. Und das ist ja auch eigentlich der Moment, wo man selbst ja auch dann ein Gesicht bekommt, was man ja vorher überhaupt gar nicht in dem Sinne hatte. Ne? Da war ja die Leere, das Nichtwissen, ne? Das Taumeln im Strudel. Ja, all das hat man ja vorher in den Augen oder auch im Gesicht stehen gehabt, ne, im Ausdruck. Und diese Erkenntnis, wenn das kommt, dann ist der Blick ja auch auf einmal anders. Also was mir mittlerweile aufgefallen ist, so bei Bekannten, wo sich der Wandel auch vollzogen hat, sage ich jetzt mal, da sieht man das doch schon in den Augen, ne? Also sie gucken ganz, also klarer, da ist viel leuchtender und ja, es ist spannend, das dann auch so zu beobachten und wahrnehmen zu dürfen. Und ja, da hilft das dann heute Abend ja auch mal zuzuhören auf noch ein bisschen, also gewisse Deutungen, was man da dann noch mit einbeziehen kann. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, finde ich das sehr spannend und auch sehr spannend, das gerade zu erleben. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt in dieser Zeit gerade leben und das erfahren dürfen, diesen großen Wandel, ne? Der Erkenntnis, wo es immer wieder drum geht. Also ich bin da nicht müde drum, das zu sagen, ne? Wach auf, erwacht. Es geht genau darum, ne, zu sich zu kommen und das endlich alles zu begreifen. Ja, den üblen Märchentrick, sage ich jetzt mal, wo wir ja alle drinnen gehangen haben, also gehängt, ne? Ja, was uns auferlegt wurde eben halt. Ja, ich nenne das immer Verführung, wo wir unsere Erfahrungen erstmal machen dürfen. Deswegen sind wir gebrannte Kinder heute. Ne, das, was wir Positives erleben, so wie auch die Schattenseiten des Lebens, gehört dazu. Ne, deswegen habe ich ja vorhin das zusammengefasst. Ne, Erkenntnis ist ja das, worauf wir bauen sollten. Und deswegen ist der Mensch nicht intelligent. Die Marion hat geschrieben, kann man erkennen, ob an einem Gesicht, ob jemand kriminell ist? Also ein Merkmal für Kriminalität gibt es nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, der hat
dieses Gesicht, der ist ein Krimineller, so funktioniert das nicht. Das, was man erkennen kann, ist, wenn von einem Menschen Gefahr ausgeht, da gibt es Gesicht, das wird in erster Linie über die Mimik herausgelesen. Also es gibt jetzt nicht das typische Gesicht, wo man eben sagt, ja, es ist ein Krimineller. Ja. Man könnte es weit herholen, dass man sagt, es gibt gewisse Gesichtsformen, die, wenn sie verlierend leben, mehr zur Aggressivität neigen. Aber auch da wiederum der Part, kann man auch nicht sagen, dass der kriminell ist, wenn man sagt, er lebt gewinnend oder verlierend, weil die Aggression kann ja auch gegen sich selbst gerichtet sein und muss nicht gegen andere gerichtet sein. Also ein klassisches Steinchen für Kriminalität gibt es nicht. Was man eben erkennen kann, wäre dann über die Mimik, wie jemand in der Mimik die Gesichtszüge verwendet und in welche Emotion das er hineingeht. Also da würde man dann schon Zugang kriegen, wo sagt man eben, da gibt es so einen eigenen Zugang, dass Psychopathen so einen eigenen Gesichtsausdruck haben. Ja, man kennt das typische Schaum vom Mund, die Aggressivitäten, genau. Und solche Dinge. Also, da kann ich auch viel beitragen, aufgrund meiner Erfahrung in der Psychiatrie, die akuten Aufnahmen, die da reingekommen sind. Da sieht man, dass der Mensch nicht gerade in der Mitte ist. Ne? Genau. Und das ist die Körpersprache, die dann auch vieles dann verrät. Aber einen Stempel direkt kann man nicht drauf machen, ganz klar. Marion, bist du am Mikrofon? Ist das so für dich dann auch gut beantwortet? Wenn du da bist, dann darfst du ein Ja sagen. Ja, hallo, guten Abend. Ja, also ich habe da von noch nie was gehört von dem Gesichtslesen. Also ganz spannend und also ich war dann auch schnell überzeugt. Ich habe erst gedacht, aber ich weiß ja auch vom Handlesen, das funktioniert. Ja, also die Frage ist schon beantwortet, aber also ich erkenne Leute, wo kriminell sind, inzwischen sofort. Also auch schon am Gang und an allem. Also da brauche ich gar kein Gesicht mehr angucken. Also ich denke, man sieht es schon. Also ein Bild würde ich natürlich auch schicken, aber ich habe eigentlich kein Interesse hier, das öffentlich, dann eher im Nachtalk, wenn das okay ist. Du, das wäre eh intern gewesen, es sei denn nur über den Äther. Das Bild sieht keiner von dir. Da muss ich dir aber widersprechen. Man kann nicht einen Menschen wirklich einordnen, ob er kriminell ist. Man kann anhand von Körpersprache Tendenzen erkennen. Das heißt aber nicht, dass es so ist, weil wir jeden Tag in Gefühlsschwankungen sind. Und dementsprechend wir immer von einer Minute auf die anderen unterschiedlich sind. Deswegen, wenn ein Bild von letzter Woche kommt und der Thomas schaut sich ein Bild von heute an, sind das zwei unterschiedliche mögliche Geschichten, Thomas, richtig? Ja, sehe ich genauso. Also grundsätzlich ist es so, man muss natürlich immer die Momentaufnahme von den Menschen machen. Und heute eben, mein Zugang ist der, dass ich eine Summe von Bausteinen brauche und ein klassisches Merkmal von meiner Wahrnehmung und von meiner Erfahrung, dass man heute sagt, der hat den und den Gang oder den und das Geschau oder den und den, den und den Zug. Also das ist viel zu wenig für mich. Da brauche ich eine Summe von Bausteinen, die man da zusammenführt und wie ich schon erwähnt habe, ein klassisches Merkmal in dem Sinn oder Gesichtsform oder so gibt es nicht. Es gibt ja auch die guten Lügner, sagt man, wo man das nicht den Menschen ansieht, dass sie permanent am Lügen sind. Ne? So zumindest der Lügendetektor. Gibt es zwar, aber der ist auch nicht 100%. Ne? Aber also zu der Lüge noch dazu zu sagen, wenn es einem Lügner bewusst ist, es muss ihm bewusst sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man extrem geschult und viel Erfahrung hat, ich sage einmal realistisch bis zu 95%, dass man auch wiederum, und da geht es wieder, so wie ich zuerst schon erwähnt habe, die Summe der Bausteine macht es aus. Wenn es dem Lügner nicht bewusst ist, dass er lügt, also ich sage so klassisch wie Baron Münchhausen, ja, man kennt ja die Menschen, die reden sehr viel und man denkt halt, ja, wo ist da die Wahrheit dahinter, aber wenn es einem selbst nicht auffällt, dass er tatsächlich jetzt da gerade den Weg der Unwahrheit beschreitet, dann glaube ich auch, wird man es nicht erkennen können. Wo man es aber durchaus, aber das ist eine Summe und da muss man aufpassen, dass man nicht gewisse Merkmale verwechselt. Ja. Es wird dann gerne gesagt, man schaut nach rechts oder nach links oder dort, das ist viel zu wenig. Da gibt es viel subtilere Zugänge, also da muss man genau schauen, verändert sich der Lidschlag, verändert sich die Pupille, macht er diverse Gesten, die er vorher nicht gemacht hat, beschwichtigt er sich. Und, aber auch da wieder zu schauen, es gibt oft Situationen, wo Menschen, die unschuldig sind,
gleiche Anzeichen senden. Und darum ist es so schwierig, dass man das dann herausfindet. Und da gibt es kein klassisches Zeichen wiederum, dass man sagt, okay, wenn er jetzt da beispielsweise dort oder dort hinschaut oder so und so macht, dann wirkt er ganz sicher. Auch da gibt es kein Zeichen dafür. Da macht es auch wieder die Summe aus. Und man sagt, man muss vorher einmal herausfinden und sehen, wie verhält sich der Mensch, wenn er entspannt ist, wenn er heute sich sicher fühlt. Und dann beginnt man sich dort auch hineinzuarbeiten. Also das ist viel Erfahrung. Da braucht es wirklich viel Erfahrung und der Gesichtleser kann natürlich da auf ein paar andere Bausteine noch zugreifen, dass man ihm sagt, wenn zum Beispiel heute ein Königsgesicht während einer Verhandlung oder während eines Verhörs zum Weinen anfangen würde, dann kann man davon ausgehen, hey, der ist jetzt wirklich getroffen worden. Und beispielsweise, wenn ein Jade-Gesicht zum Weinen anfängt, da müsste man genau schauen, ob das nicht auf Knopfdruck möglicherweise auch gewesen ist. Also da gibt es schon ein paar so Feinheiten, ein paar so knifflige Sachen, die man da erkennen kann und die man auch im Zuge von der Gestik, Mimik und Körpersprache Ausbildung lernt. Bei uns in der Akademie, da gibt es einen eigenen Part, wo man dann gezielt auf das Lügen eingeht. Aber auch da ist mir ganz wichtig, die Summe der Bausteine macht es aus, damit man eben so mehr auf dieses Gebiet da noch vorbegeben kann. Aber es gibt den klassischen Lügner. Ich sage jetzt einfach mal Beispiel, ne? Dein Kind beklaut dich. Und du sagst, hast du mir das Geld geklaut? Und er sagt, nein. Und du weißt aber 100% er war es. Da erkennt man doch ganz sicher was, oder? Also wenn es ums eigene Kind geht, braucht man im Grunde genommen nur auf seine Gefühle und auf seine Intuition zu hören und man merkt es sofort. Man muss aber wieder ehrlich zu sich selber sein, wenn man selber mal in einer Situation war, wo man gelogen hat, stellt er bewusst die Frage, wie ist da gegangen? Also in der Regel wird es da nicht gut gehen mit der Lüge. Und das ist dann auch der Part, wo man sagt, man kann es beginnen herauszulesen und zu erkennen. Und so wie ich schon zu Beginn erwähnt hat, wenn man so ein bisschen auf sein Gefühl horcht, dann hat man im Zuge dessen eher einen sehr guten Zugang auch schon zu den Menschen. Also wenn dein eigenes Kind belügt, dann denke ich, die Eltern wissen das sofort, das sind Experten, weil ja der Zugang regelmäßig gegeben ist und die das halt dann auch schon intuitiv erspüren und auch sehen. Klassisch ist es ja oft zu sehen in der Politik, wenn man die Politik vor 10, 15, 20 Jahren sieht und was sie damals gesagt haben und heute sagen, sind sehr permanent am Lügen. Das darf man schon sagen. Ne? Man braucht nur die Wahlplakate von früher sehen und heute sehen. Und da sieht man den Lug eindeutig. Und da frage ich mich auch, ne? Es wird als Wahrheit verkauft und dann kommt das Fake News-Thema ran. Das sind andere Themen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Jedoch ist es eindeutig zu erkennen. Wenn man ein bisschen mitdenkt und schaut, dann weiß man, was auch eine Lüge ist. Und wie sagt meine Mama, macht eine lange Nase, Lügen, da stolpert man eines Tages drüber. Also ich würde sagen, bleibt lieber in der Ehrlichkeit, denn die Wahrheit ist Klarheit. Und wenn was schmerzt, ist es nicht die Wahrheit, die schmerzt, sondern die Lüge ist immer das, was schmerzt. So, jetzt frage ich noch einmal in der Runde, gibt es noch Fragen? Sonst hätte ich nämlich noch eine Frage. Ja, Jenne? Jenne, bitte. Ja, das ist ja noch ein bisschen umfangreicher, das mit der Lüge. Ja, wenn man das dann sieht, wir sind ja alle als ein Puzzleteil, ein leeres Puzzleteil in der Seifenblase aus Lügen reingeboren worden. Ja, und von daher, dass wir das alles gar nicht gewusst haben und auch diese Sachen nie hinterfragen konnten. Also unser Gehirn ist eigentlich da, wenn es vor einem Problem steht, dann hinterfragt das, dass wir gleich eine Lösung haben. Ne, so funktioniert das. Aber wir haben ja nie Antworten kriegen können. Ja, also das fängt ja als Kind dann schon an, wo man, einige verschließen sich. Die anderen nehmen es dann irgendwann mal so hin. Ja, ich kenne es noch so, wenn man gefragt hat, warum das so ist, wenn einem das aufgefallen ist, dass das in dieser, Erwachsenenwelt, wenn das aus der Kinderwahrnehmung herkam, wieso ist das so? Ne? Und dann hat man, ne, weil das so ist und fragt da gar nicht weiter nach und dann hat man vielleicht noch ein zweites, drittes Mal nachgefragt und dann hat man spätestens einen dann Kösel gekriegt und jetzt verschwinde, das ist so. Ja, und keiner konnte da einen Antworten drauf geben, wo wir hier reingeboren sind, was hier lief auf dieser Welt, ne? Und
Daher ist das so dieses Schwierige mit diesem Lügen erkennen, weil ja eigentlich im Prinzip jeder lügt und nur das nicht weiß. Und ja, ja, das lasse ich jetzt noch mal so stehen und das andere setze ich gleich dann noch mal zum Schlusswort mit rein. Ja, aber wenn man nicht weiß, dass man lügt, wie will man denn dann die Lüge verstehen? Das hat der Thomas heute schon gesagt. Und da ist auch was dran. Wir leben in etwas, tun es, weil wir das für die Norm, die Normalität empfinden. Dabei ist es letztendlich möglicherweise eine Lüge und wir wissen es nicht. So was passiert auch. Jedoch gibt es die klassische Lüge. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Danke dir, Jenne. Gibt es noch Fragen? Sonst gehe ich mit meiner letzten Frage an. Im Moment nicht. Dann sage ich schon mal an euch alle erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Thomas, was sind das für Menschen? Welche Gründe gibt es da, die vor allem zu dir hinkommen? Das würde mich noch mal interessieren. Also warum Menschen heute zu mir kommen und sie aus dem Gesicht lesen lassen, gibt es so zwei so große Gruppen. Der erste Part ist, wenn man in beruflichen Situationen unzufrieden ist. Also man arbeitet, hat keine Erfüllung darin, man merkt, dass man immer mehr Energie verliert, man fühlt sich ausgelaugt, man arbeitet in dem Sinn einfach nur vor sich hin. Das ist ein Block, warum Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich glaube, ich irgendwie so das Gefühl, ich stehe an, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was sagt der Gesichtleser dazu? Der zweite Part ist, wenn es um Beziehungen geht. Man ist in der Beziehung unglücklich, man findet keinen Weg mehr heraus, man versucht halt alle möglichen Ansätze zu finden, aber man kommt zu keiner Erkenntnis. Auch da kommen Menschen zu mir, damit ich einer Zugänge über das Gesicht gibt, auf was man achten kann oder ob man, wenn beide zum Beispiel kommen, ist sehr spannend da, wenn beide kommen, wo man es dann durchaus erkennen kann, funktioniert die Beziehung überhaupt noch oder ist die in Wirklichkeit schon ziemlich beendet da? Dann kommen Menschen zu mir, wenn sie ihre Persönlichkeit selber wiederum mehr erkennen wollen, dass einer bewusster wird, was sind so die Stärken. Gesundheitliche Themen, Ernährungsthemen werden auch gerne ge gefragt. Und was in letzter Zeit markant bei mir zugenommen hat, dass Leute auch interessiert sind an der Lebensaufgabe, in den Talenten und im Schicksal. Also das ist, finde ich, sehr spannend da, dass sehr Leute mit dem auseinandersetzen und so sagen, okay, was sagt mein Gesicht überhaupt über mein Weg? Und beim Schicksalslesen lest man tatsächlich von der Geburt an und man geht so bis in das hohe Alter hinein, was das Gesicht darüber verrät. Ist ein sehr, für mich sehr mystischer Zugang, ein sehr interessanter Zugang. Und da ist halt dann so für mich der Bereich, der macht es dann ganz nahe relativ groß auf und greift auf Jahrtausende von Erfahrungen zurück. Und das finde ich sehr spannend da in dem Zusammenhang. Das klingt für mich wie, ja, mystisch, wie du sagst, ein großes Buch, was man gar nicht sofort, ich meine, das ganze Leben, das ist ja eine Lebensaufgabe, 30, 50, 60 Jahre. Und wenn man da einsteigt, dann braucht man aber ein bisschen mehr Zeit dafür, oder? Das Ja, braucht schon, ne? also wie ich schon erwähnt habe, wenn man heute so ein großes Reading haben möchte, kann man gute 2 Stunden am Minimum einberäumen. Ich finde, das ist schon schnell. Wobei es sind 3 Themen. Wenn man heute, mein Lehrer hat mir erzählt, er hat bis zu 6, 7, 8 Stunden schon gelesen. Nur du musst dir das so vorstellen, wenn ich die heute 6, 7 oder 8 Stunden lese, du kannst die Informationen nicht verarbeiten. Und darum komprimiert man das auf maximal 2 Stunden. Das geht nur mit der Aufmerksamkeit. Ich mache das grundsätzlich immer so, ich schreibe ein handgeschriebenes Protokoll, das ich den Menschen dann gerne auch mitgebe. Das ist sowieso ein Leitfaden, wo man den nochmal dem sich noch orientieren kann, wenn man das möchte, damit man was zum Angreifen hat und damit man hin und wieder auch nachschauen kann, damit nicht die Information auch in dem Fall verloren geht. Natürlich kann man es auch nebenbei aufnehmen. Ich habe auch oft Leute dabei, die nehmen es auf. Aber auch da wiederum, stell dir vor, du hast jetzt eine 2 Stunden Aufnahme, wo geballt auch sehr relativ viel gesprochen wird. Du kannst das immer halt wieder anhören und du wirst merken, umso öfter, dass du das hörst oder auch dann liest, man kommt halt immer wieder auf Neues drauf. Also 2 Stunden ist das Maximum und das macht in dem Bereich Sinn. Super, du hast die Erfahrung und ich sage nur, ich stelle mir das anders vor, weil ich nicht in deinem Beruf unterwegs bin, deine Berufung. Ne? Und ich stelle mir das halt so groß vor, weil ein Leben von 30, 50 Jahren,
in 2 Stunden komprimiert ist meines Erachtens sehr wenig, aber du wirst schon wissen, warum du das tust. Hast ja gerade die Gründe gegeben. Also die Schwerpunkte, um das noch verständlicher herauszunehmen, die Schwerpunkte werden aufgelistet. Natürlich kannst du nicht in 2 Stunden ein komplettes Leben von 40, 50 Jahren sagen. Da geht es um Eckpfeiler, die man herausnimmt, wo eben in gewissen Bereichen, man sagt so, da gibt es Tempel, Paläste, die im Gesicht halt sichtbar werden, sind, wo man eben dann Informationen darüber gibt. Selbstverständlich kann man nicht komplette 50 Jahre in 2 Stunden hineinpressen, da werden nur die wesentlichsten Schwerpunkte herausgenommen. Das, was aber zugeordnet wird, sind die Lebenszahlen, dass man eben erkennen kann, wenn man zum Beispiel eine Narbe hat oder eine markante Schwellung hat und die in einer Lebenszahl im Gesicht steht. Die Ohren stehen so von 0 bis 14. Lebensjahr, die Stirn steht von 15 bis zum 30. Lebensjahr, die Nase so grob bis zum 40. Dann weiter nach unten kommt dann die hohe Lebenszahl dazu. Also das sind einzelne Ansätze, wie man beginnen kann, das Gesicht da in der Ebene zu lesen. Ganz spannend. Wir machen hier jetzt Schluss. Wir haben 2 Stunden voll. Thomas, wie hast du dich gefühlt heute Abend? Ich habe mich mit dir sehr wohl gefühlt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich sage auch danke für die Möglichkeiten, die ich da bekommen habe, die Leute zu lesen. Bedanke mich auch für das Feedback und wünsche noch allen einen schönen Abend. Radio Bonky, Talk, Radio Bonky, Talk, Radio Bonky, Talk, von Mensch zu Mensch.